Wir halten unseren Zug pünktlich. Es sind 11:04, das heißt noch in der Pünktlichkeitstoleranz der Deutschen Bahn. Und deswegen fangen wir jetzt an. Wenn sich vielleicht die Letzten gerade noch zu ihren Plätzen begeben mögen, währenddessen darf ich vielleicht, bevor ich richtig einsteige, kurz organisatorische Dinge sagen. Sie haben vielleicht schon das Buffet gesehen. Bedienen Sie sich bitte. Behalten Sie gerne den Füllstand da drüben im Blick. Es darf gern aufgegessen werden, also auch wenn die Zeiten angeblich schlechter werden. Es ist noch nicht so schlimm hier um den Bayerischen Landtag bestellt, dass ich auf das Essen spekuliere. Gegenteil, weder mein Team noch ich sind so ausgemergelt. Es tut uns nicht gut, wenn wir das alles aufessen müssen. Also bedienen Sie sich bitte. Toni meldet Skepsis an. Auch Kaffee, Kaltgetränke sind da. Die Toiletten, die sind hinter mir jetzt in dem Fall. Man muss einmal raus durch die Glastür auch raus und ums Eck, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sind da die Toiletten. Genau, auch gerne zwischendrin aufstehen, rausgehen, alles leger hier. Wir haben 2 Stunden Zeit. Wir werden sehr pünktlich um 13 Uhr hier den Raum verlassen. Es sind heute noch mehrere Veranstaltungen, haben da also den Zwang, auch den Saal zu räumen. Das heißt, 13 Uhr ist wirklich Schluss und wir gehen raus. Wir werden so in den ersten 40, 45 Minuten hier Inputs bekommen und dann ist aber viel Raum für eure und ihre Fragen zur Diskussion und zum Austausch an alle, die wir hier oben sitzen oder natürlich auch untereinander. Wenn Sie dann sprechen, nehmen Sie bitte gerne die Mikros. Die Akustik hier im Saal ist ganz gut von hier nach vorne, aber umgekehrt weniger und quer schon gar nicht. Also einfach die Mikros nehmen, den weißen Knopf drücken und wenn man fertig ist, wieder auf den weißen Knopf, damit das Mikro wieder aus ist. Genau, so viel zur Orga. Jetzt Punkt 5 nach. Pünktlich wie die Eisenbahn, Perspektiven für einen Fahrplan aus der Bahnkrise in Deutschland. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Sie alle, die Sie heute den Weg hierher gefunden haben ins Maximilianeum, in unseren schönen Konferenzsaal im Bayerischen Landtag. Und ich begrüße genauso die ungefähr ebenso viel online zugeschalteten Menschen aus allen Teilen Bayerns und darüber hinaus, die den Stream hier verfolgen. Es ist leider nur ein Stream und keine komplett hybride Veranstaltung. Das hätte uns hier jetzt etwas weniger von der Technik her, aber vom Handling überfordert. Die Fragen im Raum, die schon viele sein werden und die im Stream dann die online zugeschalteten alle zu bündeln, da hätten wir, glaube ich, dann 3 Stunden wahrscheinlich gebraucht. Insofern sehen Sie es uns bitte schön nach. Online ist es nur ein Stream, aber hier werden wir diskutieren. Es freut mich wahnsinnig, dass wir heute hier so ein hochkarätig besetztes Podium an Gästen im Bayerischen Landtag begrüßen dürfen. Eins möchte ich noch vorausschicken. Die ganze Organisationsarbeit hat in den letzten turbulenten Zeit, konnte ich selber praktisch gar nichts beitragen. Das hat alles mein fleißiges Team, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht. Anais, Fabian, Su, ein herzliches Dankeschön euch an die exzellente Vorbereitung. Ich glaube, es hat alles geklappt. Es sind keine Probleme bekannt geworden, sondern im Gegenteil eine reibungslose Vorbereitung. Und es hängt immer ganz schön viel dran, bis man dann da wirklich so beieinander sitzt und auch online es gesehen wird. Vielen herzlichen Dank. Jetzt aber zu unseren Gästen. Ich darf vorstellen, ich mache die Vorstellung dann jeweils kurz vor den Inputs genauer, aber jetzt nur mal kurz genannt. Ich fange an mit der protokollarisch ranghöchsten Jutta Paulus, Mitglied des Europäischen Parlaments. Jutta, schön, dass du da bist. Außerdem begrüße ich den Vorsitzenden des Europaausschusses des Deutschen Bundestags, Dr. Anton Hofreiter, der die kürzeste Anreise, glaube ich, gehabt hat. Da er ja Abgeordneter aus dem Landkreis München ist. Weiter angereist ist Matthias Gastel, Mitglied des Deutschen Bundestages aus Baden-Württemberg stammend. Schön, dass du da bist, Matthias. Und damit komme ich, last but not least, aber schon zum ersten Redner. Kein Abgeordneter, aus grüner Sicht externer, aber fachlich ganz besonders versierter Mensch, nämlich Professor Dr. Christian Böttger, der angereist ist aus Berlin. Er ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Er ist bekannt Ihnen allen oder vielen von Ihnen sicherlich aus Funk und Fernsehen.
zugeschaltet aus. Wo war das nicht schon alles? Tagesthemen, Talkshows und Ähnliches. Immer wenn es bei der Bahn kriselt, habe ich das Gefühl, sieht man kluge Statements und Erklärungen von Professor Böttger auch im Fernsehen und online sowieso. Er forscht und lehrt zu Themen wie Bahnstruktur, Steuerung der Bahn, Steuerung, Verkehrspolitik, verkehrspolitische Themen, oftmals auch sehr aktuelle Themen wie Deutschlandticket und die Auswirkungen. Ja, es gibt eine unfassbar große Publikationsliste zu allem, was er schon erforscht und erarbeitet hat. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass wir, nachdem wir ja schon mal online das Vergnügen hatten, in einem gemeinsamen, auch sehr gut besuchten Webinar, Online-Veranstaltung, dass Sie heute hier sind, Herr Professor Böttger, und gebe Ihnen gleich als erstes das Wort für Ihre Keynote. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Büchler, für die Einladung auch. Ich freue mich also hier zu sein und das vorstellen zu dürfen. In 15 Minuten kann man jetzt nicht alles natürlich machen, aber ich werde mal versuchen, einen Überblick zu geben und meine Weltsicht dazu mal zu zeigen. Dass es um die Bahn nicht gut aussieht, wissen Sie alle. Das sind jetzt nochmal die offiziellen Zahlen dazu, dass man eben sieht, die Pünktlichkeit geht immer weiter runter in allen Verkehrsdiensten und also egal, wo man mit Leuten spricht, klagen sie eben alle darüber, dass es eigentlich immer schlechter wird bei der Bahn. Wir haben unmittelbar eben erst einmal eine Betriebskrise. Das ist das, was eigentlich alle sehen, also alle, die die Bahn nutzen. Wir haben darüber hinaus sicherlich auch Probleme mit der Marktordnung. Die hat jahrelang in einigen Bereichen sehr gut funktioniert, aber gerade bei Regio und auch im Einzelwagenverkehr muss man sagen, die Marktordnung, also die Frage, wie man das organisiert, brauchen wir Zuschüsse, wie machen wir das Ganze? Da knirscht es also. Ein Riesenthema sind natürlich die fehlenden Investmittel, aber eben auch die Stetigkeit der Investitionen. Und was jetzt im Zusammenhang mit der Krise doch immer mehr in den Vordergrund gerät, das sind die Defizite, die es gibt in der Steuerung der DB durch den Eigentümer. Inzwischen haben wir auch ein Problem mit der wirtschaftlichen Lage der DB AG. Die war jahrelang stolz und hat gesagt, es gibt uns ein bisschen Geld für die Infrastruktur und ansonsten sind wir ein erfolgreicher internationaler Konzern. Diese Geschichte ist eben jetzt in den letzten Jahren komplett zusammengebrochen. Und ich glaube, inzwischen kann man auch von einer Managementkrise reden. Das ist natürlich von außen immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Und wenn Sie sich mal angucken, was ich vor ein paar Jahren gesagt habe, ich habe die DB in der Strategie oder so immer kritisiert. Mit dem Management habe ich mich immer ein bisschen vorgesehen, weil es von außen dann immer auch schnell so ist, dass man sagt, man überblickt nicht alles. Ja. Aber ich glaube, die Indizien dafür, dass es eine Managementkrise gibt, dass man das so auch öffentlich sagen kann, werden, glaube ich, immer deutlicher. Warum die Betriebskrise? Wir haben natürlich ein Thema mit Struktur und Alter der Infrastruktur. Das ist letztendlich das Narrativ der DB auch. Ja. Mit der Politik, auch wenn Sie sich den Verkehrsminister angucken, das ist immer die Geschichte, dass man sagt, seit 2 Jahren ist ganz plötzlich die Infrastruktur in schlechtem Zustand. Also wir wissen gar nicht, wie es dazu kommen konnte. Und nur deswegen geht es der Bahn schlecht. Aber wenn Sie sich mal angucken, warum gibt es Verspätungen? Es gibt eine ganze Reihe von anderen Gründen, über die eben nicht so viel gesprochen wird. Und wenn Sie sich mal angucken, die Reden vom Wissing, die konzentrieren sich immer nur auf diesen einen Punkt. Und auch die Bahn steckt das immer sehr stark in den Vordergrund. Wir haben darüber hinaus wohl auch das Thema Überlastung des Streckennetzes, gerade in den großen Knoten. Das kommt jetzt gerade dieser Tage ein bisschen hoch. Die DB fängt jetzt eben auch an, darauf zu reagieren. Dass man sagt, ja, das Netz ist überlastet. Wir haben gerade im Regionalverkehr in den letzten Jahren immer mehr Züge in die großen Knoten reingefahren und die Puffer, die man dabei eben dann rausgenommen hat, die hätte man eben gebraucht und das beeinträchtigt die Stabilität des Betriebes wohl ganz massiv. Wir haben jetzt natürlich Baustellen. Also in dem Maße, in dem eben auch mehr Geld bereitgestellt für die Netzsanierung, habe ich auch mehr Baustellen und dieses Baustellengeschehen, das beeinträchtigt natürlich auch den Betrieb. Wir haben also einen Fachkräfte- und Personalmangel. Seit Jahren redet man ja schon über den Lokführermangel, aber wir sehen das inzwischen auch bei Stellwerkern. Es gibt also Strecken, die jetzt monatelang komplett gesperrt werden, weil keine Stellwerker da sind. Ja. Und was nicht so unmittelbar sichtbar ist, aber es fehlen eben auch die Leute in der Instandhaltung. Also auch bei Zügen, wenn man also sagt, Schaden am Zug oder Nichtbereitstellung von Zügen, das liegt eben auch daran, dass die Werkstätten zu wenig Leute haben. Daran dann eben das Thema Fahrzeugzuverlässigkeit. Wir haben aus meiner Sicht ein Thema, das politisch so ist, dass da eigentlich keiner so recht ran will. Ich versuche da ein bisschen für zu werben.
glaube, wir haben eine technische Überregulierung. Die Regeln, die wir bei der Bahn haben, technisch, betrieblich, die sind viel strenger als die, die es auf der Straße gibt, viel strenger als solche, die es in der Schweiz gibt. Und es werden noch immer neue Regeln gemacht. Und damit machen wir die Eisenbahn immer schlechter. So, und es gibt inzwischen eben auch Managementfehler. Und was man auch mal sagen sollte, das traut sich die Bahn selber gar nicht mehr zu sagen, ist, wir haben Eingriffe von Dritten. Sei es also Vandalismus, wir haben es gerade in die ICE, der aus dem Betrieb genommen wurde, weil Kinder Steine auf die Gleise gelegt haben gestern und die Selbstmörder mit den ganzen Folgen bei den Staatsanwälten. Bei der S-Bahn habe ich so eine Statistik gesehen, 20% der Störungen sind Eingriffe von Dritten. Also wozu eben eine ganze, war gerade eine Studie im Berliner S-Bahn. Aber wie gesagt, da gehört eine ganze Menge mit dazu. Im ICE gibt es ja inzwischen auch die Fälle, wo Leute eben den Zug anhalten, weil sie noch zu Ende rauchen wollen oder weil sie sich eine Pizza ans Gleis bestellt haben. Also das sind Einzelfälle, aber all die kommen eben zusammen. So, was kann man in der Betriebskrise tun? Ich glaube, man muss einfach die Zugfahrten in überlasteten Abschnitten oder sowas eben reduzieren. In den Knoten, das ist unangenehm, aber ich fürchte, daran führt kein Weg vorbei. Also das sagen mir meine Fahrplanexperten, die ich kenne. Es gibt natürlich noch weitere flankierende Maßnahmen, was Fahrgastfluss angeht. Auch so Themen, ich weiß, mach mal bei den Grünen damit keine Freude, aber dass man eben auch sagt, Limitierung der Fahrradbeförderung. Also muss man mal gucken, wo und wann, also jetzt nicht unbedingt digital, aber natürlich ist auch das ein Thema. Geschwindigkeitsharmonisierung, das hatte neulich ja der Burkhardt von der EVG mal gesagt, das ist sicher auch nicht flächendeckende Lösung, in Einzelfällen wird es bereits praktiziert, vielleicht muss man es an einigen Stellen eben auch nochmal machen. Also da gibt es eine ganze Reihe von kleineren Maßnahmen, die man tun kann und muss man sagen, da ist die DB inzwischen eben auch dran. Das Thema Fachkräfte und Personalmangel, da klagen alle drüber, aber ich sehe eigentlich nicht, dass da irgendwas passiert. Es fallen immer mehr Studiengänge weg und Professuren werden nicht nachbesetzt. Also für Eisenbahningenieure, also ich bin ja nur Betriebswirt, aber also da gibt es eigentlich auch niemanden, der wirklich etwas tut. Alle klagen darüber, aber ich sehe keine Handlung. Und wir brauchen eben darüber hinaus auch ein Programm zur Fachkräftegewinnung. Und ich glaube auch, dass wir die technisch-betrieblichen Regelwerke dringend reviewen müssten. So, ich hatte ja gesagt, wir haben ein Problem mit der Marktordnung im Regionalverkehr. Also lange Zeit hat das ja gut funktioniert. Also diese Ausschreibung, dieses Modell, das mit der Bahnreform eingeführt wurde, vor jetzt fast 30 Jahren, das war relativ erfolgreich. Wir haben eine bessere Qualität, die Fahrgastzahlen sind gestiegen, die Kosten pro Kilometer sind gesunken. Aber wir haben seit einigen Jahren eben doch eine zunehmende Krise. Die hängt auch zusammen mit der fehlenden Infrastrukturverfügbarkeit. Das Absurde ist ja, dass die Betreiber, dass die haften. Ja? Also wenn ein Zug nicht fährt, hier von der Bayerischen Regiobahn oder sowas, dann zahlt die Bayerische Regiobahn an das Land Strafe. Aber sie kann sich, wenn es ein Infrastrukturfehler ist, kann sich das Geld nicht zurückholen von der Infrastruktur. Ja? Das heißt, die haftet also für Dinge, die sie nicht zu verantworten hat. Und je schlechter die Infrastruktur wird, umso dramatischer wird dieses Problem. Es gibt eben auch den Personalmangel, da leiden eben alle drunter und die Lohnkosten, gerade für Lokführer, sind eben auch massiv gestiegen. Das heißt, eigentlich hat keiner mehr Lust zu diesem Markt. Die verlieren alle Geld. Ja? Bei Neuausschreibungen wird es deutlich teurer und jedes Jahr wird das jetzt also nochmal blutiger werden, wenn jetzt also die Neuausschreibungen anstehen. Und es gibt viele Betreiber, die bereits aus dem Markt ausgestiegen sind, die insolvent sind oder die also eigentlich nur nach einer Gelegenheit gucken, aus dem Markt rauszukommen. Wir haben sicherlich auch ein Thema mit den Kosten der Aufgabenträgerstrukturen, ja, die so relativ hoch sind und ich glaube nicht immer effizient. Und, aber da muss man eben sehen, da gibt es vielfältige Interessen und da kommt also auch keiner momentan so recht dran. Und wir haben ein kompliziertes Ticketing-System, auch das hängt eben damit zusammen mit den ganzen Tarifverbundstrukturen, was eben zum einen für Fahrgäste unerfreulich ist, zum anderen aber eben auch sehr viele Ressourcen bindet. Ja, was sind die Lösungsansätze? Ich glaube, wir brauchen vor allem die Reform der Vertragsbeziehungen im Trassenpreissystem. Wir brauchen eine Vereinfachung der Aufgabenträgerstrukturen und wir brauchen auch eine Reform des Ticketing-Systems. Ja, dazu muss man sagen, klingt alles leicht, aber das ist insofern ein dickes Brett, weil eben Länder und in dem Fall eben auch die Kommunen, für die ist das wirklich auch ein schönes eigenes Spielzeug, von dem man nicht lassen möchte. Ja, also das ist einer der Bereiche, wo eben Länder und Kommunen auch noch selber, wenn ich mal positiv sagen will, gestalten können. Das möchten die auch nicht aufgeben. Ja, im Güterverkehr, das ist ja eigentlich relativ gut gelaufen. Wir haben eigentlich im intermodalen Wettbewerb kaum Impulse für die Schiene gehabt, die letzten 20 Jahre. Trotzdem hat die Schiene ihren Marktanteil also gut gehalten. Ja, das ist auch eine Folge des Wettbewerbs, obwohl so die klassischen starken Felder der
des Güterverkehrs, also Montanverkehre, weggebrochen sind durch den Wirtschaftsstrukturwandel, hat die Bahn das in Deutschland also gut geschafft, eben neue Geschäfte, also gerade im Containerbereich, zu entwickeln. Die Wettbewerber haben dann zwischen 60% Marktanteil. Das Einzige, wo es wirklich knirscht, ist der Einzelwagenverkehr. Das ist eben ein natürliches Monopol. Und da ist es eben so, dass die DB auch fast monopolistisch arbeitet. Derzeit wird es durch Subventionen an die DB gelöst. Das ist die Frage, ob das gut geht auf die Dauer. Da ist jetzt auch die EU gerade schon mit dran. Ich glaube, der Güterverkehr hat ein Problem, dass er auch immer verdrängt wird vom Personenverkehr. Der Personenverkehr, Regionalverkehr ist gut organisiert. Ja, die haben viele Leute, sind also relativ stark. Und da wird der Güterverkehr verdrängt. Wir haben es in München, wenn Sie sich mal angucken, Nordring. Ja, da hat eben der Regionalverkehr gesagt, oh, da würden wir auch gerne Personenzüge fahren. Aber das bedeutet natürlich, da werden Güterzüge wegverdrängt. Ja? Und das erleben wir überall in Deutschland, dass also der Güterverkehr verdrängt wird, gerade von Regio. Und bei Regio, wenn man sagt, also keiner will eigentlich hinter seinem Garten einen Zug haben, aber bei Regio kann man immer noch akzeptieren, da habe ich auch was davon, da komme ich dann also schneller in die Stadt. Aber vom Güterzug habe ich gar nichts. Und deswegen sehen Sie ja nun auch immer breiten Widerstand gegen sämtliche Güterverkehrsprojekte, also bei allen Betroffenen. Also das ist, glaube ich, schon ein Problem für den Güterverkehr, über das man nachdenken muss. Und wir haben jetzt also den drohenden Trassenpreisanstieg. Die Details dazu sind hier vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das hängt mit der Finanzierung der DB zusammen. Das würde den Güterverkehr wirklich massiv abwürgen. Also da braucht man dringend eine politische Lösung. Wir brauchen ein neues Trassenpreissystem. Wir brauchen eine Stärkung des Güterverkehrs bei der Planung und bei der Vergabe von Trassen. Und wir müssen überlegen, was man im Einzelwagenverkehr macht. Bis dahin, also auch was furchtbar Unpopuläres, wir werden die nächsten Jahrzehnte damit leben müssen, dass Eisenbahninfrastruktur knapp ist. Ja, daran wird kein Weg vorbeiführen. Und dann muss man auch überlegen, wie können wir diese knappe Infrastruktur am besten nutzen. Ja, und die Frage ist, müssen wir vielleicht irgend so eine Drei-Wagen-Bedienung, wo dann drei Kesselwagen mit Alkohol irgendwo hingefahren werden, müssen wir das vielleicht irgendwo abknipsen, weil wir stattdessen 740 Meter Containerzug fahren können. Ja, also daran wird man nicht vorbeikommen und ich glaube, da muss man sehen, dass man dann eben auch rationale, also ökonomisch und ökologisch rationale Lösungen eben findet. Also deswegen beim Einzelwagenverkehr muss man, glaube ich, nochmal sehr grundsätzlich nachdenken. Es gibt umgekehrt Branchen, die darauf nicht verzichten wollen und können, gerade im Bereich Stahl und Chemie. Aber also ich habe da keine fertige Lösung, aber eigentlich muss man das mal ganz offen diskutieren. Bei der Infrastruktur, das ist eben das Herz des Problems, das wir haben. Wir haben eine steigende Netznutzung, wobei diese Netznutzung, wenn Sie den Prozent sehen, die ist gar nicht so dramatisch, das sind 0,7% pro Jahr über die letzten 20 Jahre, aber wir haben eine Strukturverschiebung. Das heißt, wir haben immer mehr Verkehr auf den Hauptachsen und in die Knoten rein. Und die sind inzwischen alle überlastet. Es ist quasi keine neue Infrastruktur entstanden die letzten 20 Jahre. Wir haben jetzt dieses große Sanierungsprogramm für den Ist-Bestand. Und das ist nicht finanziert. Wie gesagt, das fängt jetzt mit dem Crash der Regierung ja nochmal viel mehr an zu knirschen. Wir haben große Pläne für einen neuen Ausbau, die nicht finanziert sind. Wir haben praktisch einen Planungsstopp. Es gibt nur noch ganz begrenzt Projekte, die überhaupt noch weiter geplant, weiter gebaut werden. Und wir haben natürlich eben auch eine Behinderung des Neubaus durch eine Verschärfung von betrieblich-technischen Regeln. Personalmangel und eben auch Nimbyismus. Ich weiß nicht, ob jeder den Begriff kennt. Nimbyismus, not in my backyard. Das heißt also, die Bereitschaft von Anwohnern, Infrastruktur zu dulden, ist eben sehr gering. Ich glaube, das müssen wir auch gesellschaftlich überlegen, wie wir damit umgehen. Das betrifft ja genauso Stromtrassen. Also von Straßen will ich ja gar nicht reden. Aber wie man als Gesellschaft damit umgeht. Ich glaube, da brauchen wir einen komplett neuen Lösungsansatz dafür auch nochmal. Dann bei der, also was kann man da tun? Wir müssen kurzfristig sicherlich den Betrieb stabilisieren. Ich glaube aber, wir müssen auch realistisch planen. Ja? Und wie gesagt, Infrastruktur wird knapp sein. Und ich glaube, es hilft auch nichts, das immer zuzukleistern. Ja, es ist also klar, dass wir sagen, lieber reich und gesund als krank und arm. Aber wir müssen uns auch auf unangenehme Entscheidungen einstellen. Die Infrastruktur ist knapp. Auch Ressourcen für Neubau sind knapp. Also wir hatten auch bei der letzten Diskussion, die wir vor einem halben Jahr hatten, dass man gesagt hat, ja, wenn nur die blöde Schuldenbremse nicht wäre, hätten wir mehr Geld, dann könnten wir alles bauen. Nein, wir können das nicht bauen, die Leute sind nicht da. Wir kriegen heute schon keine Angebote mehr für Oberleitungsbau.
Ja, und das hilft auch, also wir haben eine Reihe von Projekten mit genau null Angeboten. Und dann hilft es auch nicht, wenn ich doppelt so viele Projekte mache, bei denen ich null Angebote bekomme. Ja, also deswegen das Thema ehrlich machen, dass man sagt, was haben wir an Projekten auf dem Tisch? Was steht an Geld zur Verfügung? Was ist ressourcenmäßig zu bauen? Ja, also das muss eingefordert werden. Warum machen wir momentan Planungen für Projekte, wo wir wissen, dass wir die nächsten 20 Jahre kein Geld haben? Also wenn jemand das Geld auf den Tisch legt, fein, dass wir sagen, okay, ich mache es in 15 Jahren, aber was soll dann die Planung dafür? Also die Planer brauche ich lieber für andere Projekte, wo ich momentan auch keine Planer habe. Wir brauchen eigentlich eine neue Finanzarchitektur zwischen Bund und DB. Das Wichtigste sind stetige Finanzmittel. Also mir geht es gar nicht so sehr um die Höhe. Wir brauchen eigentlich ein stetiges System, wie auch immer. Ob das ein Infrastrukturfonds ist oder doch mit mehr Verpflichtungsermächtigung im Normalhaushalt, ich sage, ist mir erstmal egal. Wir brauchen eine Stetigkeit. Die Trassenpreise müssen für die Akteure planbar sein. Wir brauchen transparente Vereinbarungen zwischen Bund und DB. Also da wird momentan immer relativ viel gekungelt und dass er sagt, der Rechnungshof macht einen Bericht über irgendeine Vereinbarung zwischen Bund und DB, von der der Haushaltsausschuss nichts weiß. Das kann eigentlich auch nicht sein. Ja, so. Also ich glaube, der Bund muss sich auch aktiv um den Aufbau von Personalressourcen kümmern und immer wieder das Thema Vereinfachung technisch-betrieblicher Regelwerke. Das ist übrigens auch, wenn wir davon ausgehen, Infrastruktur ist knapp, dann ist es noch mehr ein Grund zu überlegen, wie können wir die Infrastruktur besser nutzen. Ja, und wir haben viele Regelwerke, die eben auch Ressourcen verschwenden. Steuerung der DB, also der Bund als Eigentümer steuert die DB schlecht. Wir haben keine klaren Zielvorgaben. Der Bund hat keinen ordentlichen Durchgriff auf das Unternehmen. Also das sollte man sehen, das ist auch nicht alles Schuld des Ministers. Wenn Sie sich mal angucken, der kann nur über den Aufsichtsrat steuern. Den besetzt die gesamte Koalition. Wir haben Fälle gehabt, wo offenbar der Aufsichtsrat gegen den Willen des Eigentümers Entscheidungen getroffen hat. Ja, weil eben sozusagen Teile des Aufsichtsrates mit Arbeitnehmervertretern gestimmt haben gegen den Eigentümer. Und wir haben eben einen politisch besetzten Aufsichtsrat. Also die durchschnittliche Verweildauer von Aufsichtsräten ist also etwa 3 Jahre. Ja, und also um so ein Unternehmen zu steuern, da muss ich auch bestimmte Kenntnisse haben. Und ich glaube, da gibt es einfach eine Know-how-Asymmetrie zwischen Vorstand und Aufsichtsräten, die problematisch ist. So, wir haben immer mehr eine Rollenvermischung. Das war in der Bahnreform eigentlich mal geklärt, dass man trennt, auch organisatorisch, der Bund als Eigentümer einerseits und der Bund als Vertragspartner andererseits. Und das wird momentan immer mehr vermischt, was auch zu Problemen führt. Und dann haben wir die Neigung, dass Bund und DB immer intransparenter werden gegenüber der Öffentlichkeit. Ja, also ich kann überlegen, wie steuere ich die Bahn, aber aus meiner Sicht ist Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Und Sie können sehen, also Anfragen, die letzte Legislaturperiode noch beantwortet wurden, wurden jetzt als geheimhaltungsbedürftig eingestuft und werden nicht mehr beantwortet vom Ministerium. Ich glaube, man kann schon heute in der heutigen Rechtslage die Steuerungsrechte besser nutzen. Das macht der Bund auch schlecht, nach meiner Überzeugung. Man könnte sehen, ob man es in eine GmbH umwandelt, dann gäbe es also auch rechtlich mehr Durchgriffsmöglichkeiten des Eigentümers auf die Aufsichtsräte. Man müsste überlegen, wie man die Aufsichtsräte besetzt. Man muss überlegen, können wir die vertragliche Steuerung besser machen? Aber ich glaube, dass wir also neben der vertraglichen Steuerung und der Aufsichtsratsbesetzung auf jeden Fall eben auch mehr Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit brauchen. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um eben auch öffentlich dort sozusagen die Probleme diskutieren zu können. Ja, die DB hat massive wirtschaftliche Probleme. Auch wenn jetzt Schenker und Arriva verkauft wurden, es bleiben weitere Aktivitäten. Die Konsequenz bei der Umsetzung von Sanierungsarbeiten ist eben sehr problematisch. Und ich habe das eben schon im Gespräch gehört, dass man gesagt hat, eigentlich man hat gesagt, wir wollen im Overhead sparen, aber jetzt fängt man sofort wieder an, dass es ist viel besser auf der operativen Ebene zu sparen. Aus meiner Sicht also auch nicht besonders sinnvoll. Wie gesagt, Blick von außen bei Management-Themen ist immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, es gibt viele Gründe, dass man im Overhead entschlacken sollte, dass man Entscheidungsstrukturen verändert, dass man es wurden zuletzt sehr viele Entscheidungen zentralisiert, dass man doch Entscheidungen auch dezentralisiert und dass man eben die Fokussierung auf das Kerngeschäft eben fortsetzt. So, das sind also die Lösungsansätze, die dabei sind. Aber wie gesagt, für mich der entscheidende Punkt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, ist, glaube ich, dass wir sagen, wir brauchen eben mehr Ehrlichkeit. Ja, die Bahn ist in einer schwierigen Situation. Und das heißt eben auch, wir müssen die Ressourcen, die da sind, müssen wir tatsächlich effizient nutzen. Und das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen Vorblick auf das Papier hier auch, dass ich sage, das ist irgendwie alles richtig. Aber so
ein bisschen wenig auf die Konflikte, die nun mal, also ich finde, da fehlt ein bisschen der Blick auf die Konflikte und man kann diesen Konflikten eigentlich nicht entgehen und da werden auch unangenehme Entscheidungen erforderlich sein, und aber ich glaube, daran kommen wir nicht vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Böttger, für den klare Analyse und pointierte Darstellung dessen, was passieren muss. Sie haben schon die ideale Überleitung in den letzten Sätzen gesagt zu unserem Papier. Sie haben vor sich liegen ein Papier, das so heißt wie die Veranstaltung heute, Thesenpapier zur Podiumsdiskussion heute. Das sind, genau, die Anais hinten hält es hoch, falls es noch jemand gibt, der kein Exemplar hat, genau, dann gäbe es da hinten, was wird gebracht. Genau, ist schon unterwegs. Da können Sie ein bisschen mitschauen und auch natürlich mit heimnehmen und nachlesen, was die nachfolgenden Personen hier uns an Input geben werden. Wir beginnen mit der Europaabgeordneten Jutta Paulus. Sie kommt aus Rheinland-Pfalz, war dort mal grüne Landesvorsitzende, ehe sie 2019 ins Europäische Parlament gewählt wurde. Dort ist sie Umweltpolitikerin, hat Energiepolitik gemacht in der letzten Wahlperiode unter anderem. In dieser Wahlperiode ist sie aber auch für die Verkehrsthemen zuständig als umweltpolitische Sprecherin. Und wir freuen uns sehr auf deinen Input, liebe Jutta. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ganz herzlichen Dank für diese Veranstaltung. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns da auch mal in der Breite drüber unterhalten. Ich habe eben bei Ihrem Vortrag, Professor Böttger, auch viel gelernt. Vielen Dank dafür. Ich werde mir es vermutlich erlauben, Sie auch noch mal zu kontaktieren. Auf europäischer Ebene haben wir da auch noch mal andere Herausforderungen. Ich merke das jeden Montag, wenn ich nach Brüssel fahre, die Aachener Gedenkminute, ne? Sprich, man sitzt im ICE, das Licht geht aus, die Klimaanlage geht aus, das Licht geht wieder an, die Klimaanlage geht wieder an, weil wir jetzt auf dem belgischen System sind. Das heißt, wir haben historisch gewachsen ganz viele Herausforderungen, weil natürlich ursprünglich mal, ich sage jetzt mal, in der Zeit vor der Europäischen Union, beziehungsweise, ja, ab wann gibt es die Bahn? Ich sage jetzt mal ungefähr Mitte 19. Jahrhundert, ging es ja vielen Staaten darum, dass eben der Feind nicht auf diesem Netz fahren sollen könnte. Das heißt, man hat bewusst auch mit verschiedenen Standards gearbeitet, zum Teil sogar mit unterschiedlichen Spurbreiten gearbeitet. Und das ist natürlich ungeheuer schwer, dass jetzt so ein historisch gewachsenes System, wo es um viele, viele hundert Kilometer Trassen oder tausend Kilometer Trassen geht, das jetzt zu harmonisieren. Deswegen tun wir uns da auch in der EU so schwer. Ich glaube, dass wir da intelligente Lösungen finden müssen. Bei unterschiedlichen Spurbreiten werden wir jetzt nicht ein ganzes Netz irgendwo rausreißen können. Da gibt es aber sogenannte Zwillingswägen, die also die Möglichkeit haben, sich an diese Spurbreiten anzupassen. Bei allem, was mit Spannungshaltung, Elektronik und so weiter zu tun hat, habe ich ja gute Hoffnung, dass wir das irgendwann mal hinbekommen. Aber bei der Konnektivität ist wirklich noch viel zu tun. Es gab mal so eine schöne Seite, welche grenzüberschreitenden Schienenverbindungen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern endlich mal wieder reaktiviert werden müssten. Und das betrifft halt nicht nur Deutschland und seine Nachbarländer, sondern eben andere Länder genauso. Wir sind als Grüne der Meinung, dass dass die Bahn eine Daseinsvorsorge darstellt, dass es auch ein Recht auf Anbindung, auf bestmögliche Anbindung geben muss. Das muss nicht notwendigerweise Schiene in jeder Ecke sein. Da braucht man bloß mal einen Blick in die Schweiz zu werfen, wo diese schönen Postbusse in einem bewundernswerten Takt auch auf die letzte Alm noch rauffahren. Weiß ich nicht, ob wir diese Struktur hinbekommen, ob wir auch als Gesellschaft bereit sind, die notwendigen finanziellen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Aber für die Bevölkerung ist es natürlich ein enormer Vorteil, denn wie, ich weiß nicht, viele hier werden wahrscheinlich Katja Diehl auch kennen, die immer mit den Zahlen um sich wirft und sagt, na ja, natürlich ist es so, dass man auf dem Land derzeit ohne Auto nicht auskommt. Das heißt, dass alle, die keinen Führerschein haben, sei es aus finanziellen, sei es aus Alter, sei es aus gesundheitlichen Gründen, die haben dann halt Pech gehabt. Ist das eine Gesellschaft, wie sie uns vorschwebt? Ich glaube nicht. Dann die Mobilität sollte auch so gestaltet sein, dass ich nicht als Person mit einer körperlichen Einschränkung im Zweifelsfall in einem Bahnhof stehe, wo ein lapidares Schild am Aufzug hängt, Aufzug außer Betrieb. Das ist für jemand im Rollstuhl jetzt nicht sozusagen eine lästliche Misslichkeit, sondern das heißt einfach, die Reise ist genau da zu Ende.
Auch für Familien oder blinde Personen ist die gerade in Deutschland die Ausstattung denkbar ungünstig. Als ich jetzt letztens in der Schweiz unterwegs war, Thema Aufzüge, ne, habe ich festgestellt, hey, die haben an jedem Bahnhof so eine schräge Rampe. Die geht nicht kaputt. Und da muss ich auch nicht ewig warten, bis der wieder frei ist, ne? Wie meine Tochter mir das immer erzählt, wenn sie da mit ihrem Kinderwagen steht und da ist aber vor dem Aufzug eine ewige Schlange. Naja, so eine Rampe runter, das ist schwierig, die zu stopfen. Das heißt, ich glaube, da könnten wir uns auch gerade von der Schweiz so einiges abschauen. Was man sich auch abschauen muss aus meiner Sicht, ich habe sehr wenig davon, wenn ich auf die Gesamtstrecke theoretisch eine Viertelstunde schneller bin, de facto aber eine Stunde langsamer, weil ich bei diesen knappen Anschlusszeiten meinen Anschluss nicht bekomme. Und das ist eine Philosophie, die irgendwie sich in der DB niedergeschlagen hat. Ich muss möglichst kleine theoretische Gesamtreisezeiten haben. Mir ist es deutlich lieber, ich bin quasi auf dem Papier eine Dreiviertelstunde länger unterwegs bei meinen 5,5 Stunden nach Brüssel, aber es ist dann auch de facto eine Dreiviertelstunde. Und nicht irgendwie, der in Köln fährt weg und ich hänge da 2 Stunden in Köln rum. Davon hat niemand was. Große Hoffnung, die wir jetzt für das nächste Mandat haben, unser Verkehrskommissar Apostolis Tsitsikostas, ja, ich kann es jetzt aussprechen, hat uns versprochen in der Anhörung, er wird nächstes Jahr auf den Weg bringen ein Single-Ticketing-System. Sprich, es soll eine Online-Stelle geben, wo ich durch Europa durch einfach ein Ticket lösen kann, und zwar eins für meine gesamte Reise. Das wäre wirklich ein Meilenstein. Ich bin ja öfter mit der Bahn durch Europa unterwegs. Es ist immer, ich sage jetzt mal so, eine Herausforderung, bis man auch nur seine Tickets zusammen hat. Fahrgastrechte gibt es natürlich auch nicht. Sprich, wenn der ICE aus Deutschland zu spät ist und mein TGV in Paris ist weg, dann ist er halt weg. Und ich glaube, da wäre wirklich viel gewonnen und das würde auch mehr Menschen dazu bringen, den Zugverkehr tatsächlich zu nutzen. Letzter Punkt. Wir legen aus meiner Sicht zu viel Wert auf den Hochgeschwindigkeitssektor, der ja auch an den Löwenanteil der Investitionen verschlingt. Davon hat die überwiegende Zahl der Reisenden vergleichsweise wenig. Gerade in Frankreich kann man sich angucken, was das dann de facto bedeutet, wenn man nämlich mit dem TGV beispielsweise nach Poitiers fährt oder ähnliche Städte, da ist dieser TGV-Bahnhof JWD. Da ist nichts, da ist nur dieser dämliche Bahnhof und ein großer Parkplatz. Nix. Regionalzüge gibt es da quasi nicht. Und das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie wir die Mobilitätswende gestalten wollen. Und ich will es gar nicht so lang machen, weil ich glaube, die Debatte wird noch interessant genug. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Jutta. Damit leite ich über zu Matthias Gassel aus Baden-Württemberg. Er ist Bundestagsabgeordneter seit 2013, bahnpolitischer Sprecher in dieser Wahlperiode für Bündnis 90 die Grünen, Mitglied des im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags. Und er ist auch ein, wie schon angesprochen, Aufsichtsrat bei der DB InfraGo. Genau. Genau, und was mich besonders freut, ist, Matthias, dass du heute hergekommen bist. Nicht nur, weil die Woche turbulent war, erst gestern haben wir noch eine ganztägige Fachtagung gehabt, wo wir online zusammengeschaltet waren und jetzt hier in München bist. Wir arbeiten schon seit langem sehr intensiv zusammen. Bei allen Eisenbahnthemen, die bei mir hier so aufschlagen, kann ich mich stets immer an dich wenden oder auch an dein Team. Wir bekommen schnelles, hervorragendes, fachlich exzellente das Feedback und Informationen, das freut mich sehr. Und umso mehr freut es mich, dass du uns jetzt deinen Input gibst. Ja, lieber Markus, herzliches Dankeschön für die Einladung und liebes Publikum. Genau, ich gucke jetzt mal, dass die Technik funktioniert. Hier diese Taste. Genau, zu meiner Person. Also in der Tat, ich gehöre zu den politischen Vertretern in einem Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, was gerade kritisiert wurde. Ich verteidige das aber, denn wir setzen als Politik politische Ziele, wir haben Erwartungen. Wir stellen Geld bereit. Da finde ich das dann auch durchaus nachvollziehbar und logisch, dass wir dann auch die Umsetzung dieser Ziele und die Verwendung dieser Mittel im Aufsichtsrat entsprechend kontrollieren. Ich bin bei InfraGo, also der Infrastrukturgesellschaft, die noch bis zum letzten Jahr DB Netz gewesen ist und seit 11 Jahren im Bundestag, seitdem für die Bahn schwerpunktmäßig auch den Bereich Güterverkehr und Logistik zuständig.
Ja, die Bahn oder der Bund braucht für seine Bahn eine Strategie. Da kann ich vielem, was Herr Professor Böttger gesagt hat, auch zustimmen. Und wir arbeiten auch dran und machen da auch entsprechend Druck, dass das Ministerium liefert. Was wir gemein haben mit vorangegangenen Regierungen, ist, dass wir auch bei uns im Koalitionsvertrag, dessen Bedeutung jetzt natürlich nicht mehr so groß ist, definiert haben, was wir erreichen wollen bei der Verlagerung von Personen und von Güterverkehren auf die Schiene, beim Güterverkehr beispielsweise mit dem Ziel, die 25% bis 2030 zu knacken. Da werden wir aber immer noch hinter Österreich und vor allem auch hinter der Schweiz herhinkend. Und da sieht man schon, dass jeder Prozentpunkt ein echter Kampf ist und es genauso gut auch nach unten gehen kann, weil die Rahmenbedingungen und die Gesamtsituation eben sehr, sehr schwierig ist, aber wir haben einen Bedarfsplan mit den entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen zur Finanzierung. Komme ich gleich noch. Wir sind auch inzwischen weiter als Deutschland. Also das ist jetzt nicht das Ergebnis nur dieser Regierung, sondern da haben auch schon andere angefangen, dass man Infrastruktur nicht mehr willkürlich baut. Ich bin ja jetzt von Berlin hierher gefahren und da ist eine Neubaustrecke, die hat man aber noch ohne Deutschlandtakt geplant. Das war ein Ringen zwischen Ministerpräsidenten, wo da die Streckenführung ist, welche Stationen angesteuert werden, wie dann die Reisezeit am Ende ist. Das ist für die Leute, die in München ein- und in Berlin aussteigen, toll. Aber wenn ich jetzt von Stuttgart komme und in Nürnberg zusteige und nach Berlin will, dann stehe ich 50 Minuten am Bahnhof in Nürnberg rum. Da hilft mir dann die kürzere Reisezeit zwischen Nürnberg und Berlin nichts, wenn ich die vorher verdrödeln musste am Bahnhof. Also das heißt, es ist nicht durchdacht gewesen. Und jetzt haben wir einen Zielfahrplan, so wie wir denken, dass die Fahrgastbedürfnisse am besten erfüllt werden, auch mit den Umsteigemöglichkeiten, mit Reiseketten, mit natürlich in der Summe kürzeren Reisezeiten und passen dann dort, wo es erforderlich ist, die Infrastruktur an. Also man baut nicht mehr drauf los und guckt hinterher, was man damit machen kann, sondern man hat erst ein Ziel und richtet dann darauf die Infrastrukturentwicklung aus. Das ist der Deutschlandtakt, der die Infrastruktur bestimmt und notwendige Erweiterungsmaßnahmen können kleine sein, wie die Überleitstelle. Wir haben 355 kleine und mittlere Maßnahmen definiert, die schrittweise bis 2030 umgesetzt werden. Es sind also nicht nur große Projekte, Neubaustrecken, sondern wir setzen jedes Jahr auch Dutzende von Kleinmaßnahmen inzwischen wieder um, um die Resilienz zu verbessern, teilweise die Kapazität zu erhöhen, die betriebliche Flexibilität zu verbessern. Wir werden aber trotzdem auch nicht auf Neubaustrecken, verzichten können. So, wichtig ist natürlich, die Finanzierung zu sichern. Es ist ein Irrsinn, dass man Projekte, die man über 10, 15, 20 Jahre umsetzt, immer noch mit jährlichen Haushaltsplänen finanziert, wo man frühestens im Dezember weiß, wie viel Geld zur Verfügung steht. Jetzt werden wir die Situation haben, dass fürs Jahr 2025 nicht vor Mai, vielleicht auch nicht vor Juni feststeht, wie viel Geld der Bahn zur Verfügung steht. Aber dann steht es sofort zur Verfügung. Und dann freut man sich politisch, wenn man zusätzliche Milliarden freigemacht hat und die Deutsche Bahn sagt, oh, was wollen wir mit dem Geld machen? Wir haben nicht die Planungskapazitäten und die Bauwirtschaft sagt, wir sind da jetzt auch nicht drauf vorbereitet. Das, was wir machen seit Jahrzehnten, ist ein teurer Irrsinn. Wir müssen hinkommen zu einer überjährigen Finanzierung, wo die Deutsche Bahn mit ihren Planungs- und die Bauwirtschaft mit ihren Personal- und Maschinenkapazitäten sich darauf einrichten kann. Teilweise haben wir das mit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für die sogenannten Ersatzinvestitionen, haben wir aber nicht für Ausbau, für Neubau, für Sanierung, Elektrifizierung, Digitalisierung, all diese Dinge. Da gibt es keine verlässliche Finanzierung über Jahresscheiben hinaus. Wenn wir das aber hätten, dann könnte die DB ihre Planungskapazitäten aufstocken und müsste die nicht teuer irgendwo einkaufen. Die Bauwirtschaft hätte das Personal und die Maschinen und müsste nicht kurzfristig, wenn mehr Geld bereitgestellt wird von der Politik, irgendwelche anderen Baustellen schieben, Nacht- und Sonntagsarbeit anordnen zu doppelten Kosten und all dieses. Ja? Also das heißt, wir würden wirtschaftlicher arbeiten können, wenn wir wegkommen würden von diesen jährlichen Haushaltsplänen. Da gibt es Modelle, die man sich im Ausland, beispielsweise in Österreich, angucken kann, wie eine Finanzierung auch unter den Gesichtspunkten einer Schuldenbremse funktionieren können. So, und natürlich wollen wir nicht im Abstrakten bleiben und im Technischen oder Haushaltstechnischen, sondern wir wollen auch Menschen gewinnen, auf die Bahn zu setzen, genauso natürlich auch Unternehmen beim Güterverkehr. Und wir haben eine Pünktlichkeit, die nicht akzeptabel ist. Da kommen wir sicherlich nachher noch ein bisschen drauf, welche Maßnahmen da
möglich sind. Aber in der Tat, ganz viele Verspätungen gehen aus von überlasteten Knoten. Da kann man sich fragen, muss man alle Züge zum Beispiel in den Frankfurter Hauptbahnhof reinfahren lassen oder kann man nicht sagen, manche fahren dann halt Flughafen oder Frankfurt Süd an. In Köln können sie in Deutz statt alle im Hauptbahnhof halten und so weiter. Also da etwas zu entzerren, man muss ja nicht Züge komplett streichen, aber sich überlegen, ob die alle in die überlasteten Knoten ganz reinfahren müssen. Auch Sauberkeit und Sicherheit leiden im Moment massiv, auch unter der Verspätung, weil manchmal kommen die Züge so spät an, dass sie eigentlich gar nicht mehr gereinigt werden können, weil sie schon wieder in den morgendlichen Betriebsablauf rein müssen. Und dann fahren sie schmutzig, dreckig mit abgeschlossenen Toilettentüren, denn die Alternative wäre dann, dass sie gar nicht fahren. Und dann ist es natürlich besser, einen schmutzigen Zug als gar keinen fahren zu lassen, aber der Fahrgast ist damit dann auch nicht glücklich. So, ich möchte aber auch ein bisschen zeigen, was wir als Koalition, Sie sehen hier noch etwas, was in der Mitte nicht mehr leuchtet, erreicht haben. Wir haben die Finanzierungsmittel für die Infrastruktur erheblich ausgeweitet. Würden wir den Haushalt, so wie er eingebracht wurde, verabschieden können für 2025, dann hätten wir innerhalb von 2 Jahren die Investitionsmittel für die Schiene verdoppelt auf 18 Milliarden Euro. Nur zum Vergleich, die Straße soll die Hälfte kriegen. Also wir haben dann doppelt so viel für die Schiene als für die Straße. Als wir angefangen haben in der Koalition, war das Verhältnis noch zugunsten der Schiene. Wir haben das also sehr, sehr stark gedreht. Wir haben Beschleunigungsmaßnahmen gemacht, wie das überragende öffentliche Interesse für alle Schienenprojekte, das Deutschlandticket reicht als Stichwort, kennen alle. Wir haben die erste Strukturreform bei der Deutschen Bahn gemacht. Wir haben zwei Infrastrukturunternehmen zu einem zusammengelegt, denn Stationen ohne Netz, Netz ohne Station ergeben keinen Sinn. Dann kann man sie auch gleich zusammen denken, planen und ausbauen. Da kommt jetzt noch eine dritte und hoffentlich noch eine vierte Infrastrukturgesellschaft dazu. Wir haben in dem Rahmen übrigens auch die Anzahl der Vorstandspositionen im Bereich der Infrastruktur um 40% reduziert. Also weniger Wasserkopf, sagt die GDL, die EVG mag das nicht, aber ist egal. Wir haben da dann auch Schnittstellen reduziert. Es ist aber auch nur ein erster Schritt. Wir würden da gerne weitermachen mit Gewinnabführungsvertrag. Man kann auch an die Verflechtung von Personal ran. Warum ist der Aufsichtsratsvorsitzende bei der Infrastrukturgesellschaft? Auch im Vorstand der Deutschen Bahn, der Holding, kann man alles noch machen. Wir würden gerne noch einen zweiten Schritt gehen. Wir haben die Finanzierung verbessert und da meine ich jetzt nicht die Höhe, sondern auch die Finanzierungsmöglichkeiten, also das, was der Bund überhaupt finanzieren darf, beispielsweise Bahnhöfe, Abstellanlagen oder die Sanierung, wo man bisher Fehlallokationen hat, weil die Deutsche Bahn alles selber bezahlen musste bei der Sanierung und dann eben Sanierungen unterlassen hat, bis es kaputt geht, dann hat nämlich der Bund die Ersatzinvestitionen mitfinanziert. Diese Fehlanreize haben wir, nachdem viele Legislaturperioden das schon beklagt wurde, haben wir beseitigt. So, da sind noch ein paar Punkte, die jetzt uns hier nicht betreffen, aber Sie sehen hier in Rot einfach so nachrichtlich sozusagen, was die Streitpunkte sind, wo wir uns nicht haben einig werden können. Und damit bin ich auch durch und freue mich dann auf den, glaube ich, letzten Beitrag und auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Matthias. Damit darf ich überleiten zum nächsten Gast, Dr. Anton Hofreiter aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Landkreis München, wie gesagt. Er ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags und er war in den ersten beiden Wahlperioden zuständig für die Verkehrspolitik von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag als Obmann und als Ausschussvorsitzender im Verkehrsausschuss des Bundestages. In der Zeit erinnere ich mich, ist gefallen so der Widerstand gegen die Vollprivatisierung der Deutschen Bahn und viele andere wichtige Bahnthemen, wo du, Toni, dich maßgeblich mit eingesetzt hast und Ungünstigeres abwenden hast können. Er war dann der Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und jetzt Europaausschussvorsitzender. Euch allen, glaube ich, und Ihnen allen bekannt, muss ich nicht weiter vorstellen. Toni, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, so viele von euch, von Ihnen zu sehen. Es ist ja schon angesprochen worden, dass ein nicht zu unterschätzendes Problem für die Bahn die Schwierigkeiten mit der Finanzierung ist. Und es ist auch schon angesprochen worden, dass es da nicht nur um die Höhe geht, sondern auch um das starke Schwanken der Finanzierung. Und das kann man nur immer wieder betonen. Nämlich, wenn man sich die Finanzierungslinie über die letzten 20, 30 Jahre bei der Bahn für Investitionen anschaut, dann ist es ein willkürliches Auf und Ab.
Natürlich ist es immer gut, wenn es aufwärts geht, aber durch diese Willkür und durch diese große Schwankung ist da auch das Geld überhaupt nicht effizient eingesetzt worden. Man muss sich darüber im Klaren sein, damit das Geld effizient eingesetzt werden kann, brauche ich Firmen, brauche ich Produktionskapazitäten, brauche ich Mitarbeiter. Und wenn ich erst eine Kürzung mache, dann im nächsten Jahr wieder eine deutliche Erhöhung, dann habe ich weder diese Firmen noch die Fachleute noch die Produktionskapazitäten. Dann führt diese Erhöhung schon auch dazu, dass ein bisschen mehr gebaut wird, aber sie führt vor allem dazu, dass die Preise massiv nach oben gehen, weil ich nämlich Knappheiten habe. Und deshalb ist mit das Schlimmste, wie ich öffentliches Geld einsetzen kann, indem ich so eine Finanzierungslinie anbiete. Und das hat der Bund über die letzten 30 Jahre getan. In Europa war es etwas besser, aber auch nicht grundlegend besser. Deswegen wäre eine der wichtigsten Maßnahmen, um das öffentliche Geld effizient einzusetzen, dass du eine verlässliche Finanzierungslinie hast, eine vorausschauende Finanzierungslinie, natürlich auch eine steigende Finanzierungslinie, aber eine gleichmäßig moderat steigende Finanzierungslinie, auf die sich alle verlassen können. Und deswegen ist der erste Vorschlag, dass wir auf europäischer Ebene einen Eisenbahnfonds auflegen über 200 Milliarden Euro. Den finanzieren wir mit Eurobonds. Das ist überhaupt nichts sozusagen Ungewöhnliches. Sowas hat die Europäische Union schon mal gemacht, nämlich mit Next Generation EU. Als 750 Milliarden Fonds war das für alles Mögliche an Projektfinanzierung. Da ist manches sinnvoll gewesen, manches nicht sinnvoll, um die Wirtschaftskrise abzuwenden, die durch die Corona-Pandemie induziert worden ist. Manches dazu war auch zu plötzlich. Deshalb, wie gesagt, einen lang laufenden Fonds, der beginnt mit 200 Milliarden. Das ist jetzt im Papier nicht im Detail ausgeführt, der regelmäßig aufgefüllt wird und wo sich die Unternehmen, wo sich die Länder darauf verlassen können. Hier gibt es eine überjährige Finanzierungsmöglichkeit für grenzübergreifende Projekte, für europäische Projekte und da können sich alle darauf verlassen. Das würde dazu führen, dass es nicht nur mehr Geld gibt. Insbesondere grenzüberschreitende Projekte sind oft nicht so optimal finanziert, weil man das Gefühl hat, naja, man schaut halt jeweils auf die nationale Brille, auch wenn gerade in Deutschland mit Matthias sich da vieles zum Besseren geändert hat, aber trotzdem haben wir da einfach ein Problem. Deshalb einen Fonds. Ein Fonds hat auch den Vorteil, dass man wirklich überjährig vorgehen könnte. Dann der nächste Vorschlag von meiner Seite ist standardisierte Genehmigungen. Wir haben einfach ein Riesenproblem. Letztendlich bei den Planungskosten und so weiter und so fort. Und deshalb braucht es ganz vieles, ist nicht so völlig ungewöhnlich. Also wenn du eine Brücke Ersatz neu bauen musst, dann musst du halt eine Brücke Ersatz neu bauen. Und da kann man ganz, ganz vieles standardisieren und vereinfachen. Da kann man viele Genehmigungen einfach deutlich schlanker machen. Es braucht auch nicht überall sozusagen ein Planfeststellungsverfahren. Zum Teil eine Plangenehmigung würde einfach reichen. Das ist deutlich simpler. Und was da jetzt nicht im Detail drinsteht, aber was wir auch schon seit Jahren mit uns rumschleppen, ist, Professor Böttger hat es vorher angedeutet, ist, dass unsere Regelungen immer noch ständig komplizierter werden und jemand, der einfach praktisch damit zu tun hat, in den Wahn treiben. Das hat einfach einen ganz simplen Grund. Wenn du die Regelung noch mal komplizierter und detaillierter machst, kannst du theoretisch sagen, die Sicherheit erhöht sich. Und irgendjemand muss dann sagen, nein, ich entscheide politisch, diese Regelung wird nicht erlassen. Wir brauchen die nicht. Und dazu brauchst du den politischen Mut, das zu tun. Nämlich, wenn du diese Regelung nicht erlässt und trotzdem oder deshalb oder durch Zufall irgendwo was passiert und dann am Ende rausgefunden wird, sozusagen, es hätte sein können, dass wenn man diese ganz komplizierte Regelung erlassen hätte, hätte es vielleicht diesen Unfall nicht gegeben, gibt es ein riesiges politisches Problem. Und deswegen traut sich niemand, wirklich niemand in der Regel, bei solchen Regelungen. Matthias hat sich jetzt mal was getraut und ganz großen Erfolg bei Personen im Gleis, was einfach total super ist. Also nicht niemand, aber fast niemand, Matthias hat sich getraut, aber fast niemand gerade an zentraler Stelle traut sich,
da dagegen vorzugehen. Das brauchen wir aber dringend. Also wenn Sie mit der Eisenbahnindustrie sprechen, die sagen, wir wären einfach glücklich, wenn unsere Genehmigungen so einfach wären wie im Bereich der Luftfahrtindustrie. Das muss man sich klar machen. Das kostet Geld, Zeit, Kraft und Mühe. Und wir haben vorher gehört von Professor Böttger, dass wir harte Entscheidungen treffen müssen, weil Infrastruktur dauerhaft knapp bleiben wird. Aber die wird halt noch dauerhafter knapp bleiben, wenn wir im System bleiben, dieser Komplexität. Also die muss auch nicht, die wird knapp bleiben, aber das Ausmaß der Knappheit ist steuerbar, wenn man sich traut, politische Regelungen zu treffen. Deshalb viel mehr Vereinfachung, viel mehr Standardisierung. Und wie gesagt, glauben Sie da nicht den Leuten, die einfach plump Bürokratieabbau rufen. Das sind diejenigen, die nicht den Arsch in der Hose hatten, die ganzen letzten Jahre da wirklich politische Verantwortung zu übernehmen. Deshalb, das kommt so ganz technisch daher, aber ist praktisch total wichtig. Wenn wir das endlich politisch entscheiden würden, dann wären die Dilemmata, die Professor Böttger dargestellt hat, nicht mehr ganz so schlimm, weil wir doch besser in der Lage wären, mehr Infrastruktur zu schaffen. Und der nächste Punkt ist, wir haben einfach einen großen technischen Fortschritt im Bauen. Und das heißt serielles Bauen. Wenn Sie zum Beispiel mal sich bei Max Bögl anschauen, wie bei Max Bögl seriell gebaut wird. Serielles Bauen bedeutet was? Ich stelle industriell Bauteile her, und zwar in einer großen Fabrik. Und diese industriell hergestellten Bauteile fahre ich dann mit dem Tieflader oder mit der Bahn dahin, schraub sie zusammen und fertig ist die Brücke. Da muss ich mich natürlich trauen, sozusagen serielles Bauen entsprechend mit einer standardisierten Genehmigung umzusetzen. Sowas gibt es schon. Ungefähr jede hundertste Brücke der Bahn wird serielles Bauen gemacht, aber ich kann sowas standardmäßig machen. Und wenn ich sowas standardmäßig mache, dann macht das einen Riesenunterschied. Wo ist das zum Beispiel flächendeckend umgesetzt worden, ist es bei Windkraftanlagen. Früher hat es 2 Wochen gedauert, um einen Turm für eine Windkraftanlage aufzustellen. Inzwischen dauert es 2 Tage. Weil die Dinger werden nämlich in einer großen Fabrik vorgefertigt. Die Bauteile wiegen 34 Tonnen und können auf 1/10 Millimeter genau geschliffen werden. Was nicht schlecht ist bei einem Bauteil von 34 Tonnen. Werden dann auf den Tieflader verladen, hingefahren, aufeinander gestapelt, zusammengeschraubt und in 2 Tagen steht der Turm. Und warum? Kann man sowas, was bei Windkrafttürmen inzwischen Standard ist und bei der Bahn die ganz große Ausnahme ist, nicht auch bei der Bahn standardmäßig einsetzen. Das heißt, endlich den technischen Fortschritt, den es da im Bauen gibt, im großen Umfang umsetzen. Deswegen kommen wir nicht um die harten Entscheidungen rum, die Professor Böttger dargestellt hat. Aber es macht trotzdem einfach einen gigantischen Unterschied. Auch mit diesen innovativen Lösungen, die wir haben, kannst du für dasselbe Geld in derselben Zeit einfach deutlich mehr Infrastruktur, Ersatz investieren oder neu investieren. Und deshalb endlich sich trauen, diese Entscheidungen zu treffen von mehr Geld, aber mehr Geld in Fonds. Da müssen wir den Haushältern in den Haushaltsausschüssen ein bisschen auf die Füße treten, weil die gern täglich am liebsten entscheiden. Aber das ist natürlich ineffizient. Endlich sozusagen standardisiert genehmigen und Regelungen entschlacken. Da muss man sich trauen, dass da jemand die politische Verantwortung übernimmt und endlich Innovation in ausreichendem Maße umsetzen. Auch da muss man sich trauen, dass jemand die politische Verantwortung übernimmt. Und dann werden wir nicht alle Probleme lösen, aber die harten Dilemmata-Entscheidungen werden nicht mehr ganz so hart, weil wir nämlich deutlich schneller werden oder schneller werden können beim Bereitstellen zusätzlicher Kapazität auf der Schiene. Vielen Dank, lieber Toni. Auch aus landespolitischer Sicht gäbe es sehr viele Dinge, die man sich im Bereich Eisenbahn vorstellen kann und wünschen würde. 2 Punkte dazu habe ich in das Papier hineingeschrieben. Ich führe sie jetzt aber nicht aus, weil ich glaube, das war schon sehr viel Input und wir wollen jetzt dringend in den Austausch kommen. Ihr könnt es dort lesen und gegebenenfalls dazu auch Dinge fragen. Aber das diskutieren wir hier im Raum öfter und haben auch öfter die Gelegenheit untereinander als jetzt mit unseren bundespolitischen Gästen und unserem Gast aus Wissenschaft und Forschung. Wer möchte denn eine Frage stellen? Wer möchte sich als Erster einbringen? Bitte schön. Ich habe erst eine Frage an Herrn Böttger. Sie haben gesagt, es würde bei der Bahn bei den jetzigen Sparmaßnahmen
wieder nur operativ gespart, aber nicht im Headquarter. Wissen Sie dazu mehr? Nein, also ich kenne da auch nur die Medienveröffentlichungen dazu, diese 30.000, die mal genannt wurden, die eben sehr unscharf sind. Aber das, was man jetzt eben hört, ist, dass eben auch im Bereich Baustellenplanung oder so, wo man sagt, da knirscht es momentan, dass auch dort gespart wird. Und Herr Gaste sagte ja sozusagen, es wurde bei den Vorständen geplant, das hat man eben sozusagen gerade den Vorstand DB Infrago auf, von 7 auf 8 Leute erhöht, vergrößert wegen der Integration und Kommunikationstechnik. Also ich sehe es momentan nicht, aber ich habe keine Details. Ich kann Ihnen die... Entlassen. Sie eine Nachfrage stellen wollen, bitte noch mehr aufs Mikro, genau. Ich bin erstaunt, also die Analyse, dass das Netz überlastet ist, weiß man als Bahnfahrer. Natürlich, ich bin ein bisschen erstaunt, dass die Konsequenz nicht bei dem Blick auf das hochgelobte Schweiz oder auch Japan nicht wirklich ist, dass wir eine massive Erhöhung der Mittel brauchen, um zu bauen. Und genauso erstaunt, dass selbst wenn ich jetzt nicht genau weiß, was ich in 20 Jahren bauen kann, wir nicht trotzdem für 20 Jahre vorausplanen, weil die Planungszyklen so sind, wie sie sind. Also muss ich jetzt Sachen planen, auch wenn ich jetzt die noch nicht finanziert habe, weil ich ja zumindest als politisch denkender und hoffender Mensch die Hoffnung habe, dass es irgendwann besser wird. Zu Frau Paulus erstaunt mich total, eben als vielfahrender Mensch, sowohl in München oder sowohl in Deutschland als auch im Ausland, zur Aussage zu kommen, gerade in Deutschland, dass man nicht weiter oder mindestens so stark wie jetzt auf Schnellfahrstrecken setzen muss, weil es reicht ein Blick auf die Autobahnen, um zu sehen, dass es ohne Autobahnen keinen vielen Autoverkehr gäbe. Japan, es läuft alles nur über Schnellfahrstrecken und als Deutscher, wenn man oft in Berlin ist, weiß man, ohne die Schnellfahrstrecke gäbe es diesen intensiven Austausch nicht mit Berlin auf der Bahn, sondern die Leute würden fliegen. Also wir sind absolut angewiesen auf die Schnellfahrstrecken und ich wundere mich einfach vor allem über die Aussage von dir, Toni, dass diese Finanzierung, von der ich ja eben gerade gesagt habe, sie muss massiv höher sein, in der Schweiz. Die Schweiz gibt 7-mal so viel aus wie Deutschland für die Bahn. Deswegen ist sie auch so, wie sie ist. Dass diese Finanzierung jetzt über EU-Fonds laufen soll, weil ich mir nicht, es leuchtet mir nicht ein, dass die wirtschaftsstärkste Land in Europa seine Finanzierung erstmal der Deutschen Bahn über einen EU-Fonds machen will, anstatt selber. Gerade jetzt, wir sind im Wahlkampf, die Grüne Partei, die mit der Verkehrswende angetreten ist, und ich hoffe, sie tritt weiter mit der Verkehrswende an, nicht die massiven Mittelerhöhungen für die Bahn fordert, sondern eine zwar stetige, dafür ist natürlich jeder, aber eine allmähliche oder wie Sie gesagt haben, Erhöhung, weil damit werden wir die Verkehrswende nicht kriegen. Gut. Vielen Dank für die Nachfragen. Genau, also die massive Mittelerhöhung haben wir, damit dreht man nicht nur an, sondern die haben wir sogar gemacht in der Ampelregierung. Aber direkt angesprochen ist Toni Hofreiter, Jutta Paulus. Und dann gehe ich in der Frage nach hinten in die hintere Reihe. Also vielleicht als erstes Mal muss man sich da im Klaren sein, dass Matthias hat dargestellt, dass die Mittel verdoppelt worden sind. Des Weiteren wissen wir, dass die DB AG immer noch hochgradig ineffizient ist. Und es bringt nichts, in ein ineffizientes System unendlich viel Geld reinzuschütten. Und wie gesagt, die Mittel sind bereits verdoppelt worden. Das ist 100%, das ist gar nicht so schlecht. Noch dazu, wenn man sich anschaut, unter welchem massiven haushalterischen Druck dieses Land steht. Dann des Weiteren sollte man endlich, und das hat Professor Böttger sehr gut dargestellt, mit sich ehrlich sein. Es bringt nichts, Mittel kurzfristig so zu erhöhen, dass am Ende ich keinen Kilometer Strecke mehr und keine Brücke mehr habe, weil nämlich die Mittelerhöhung nur zu einer massiven Explosion der Baupreise führt. Und das wissen wir, das sehen wir. Wir haben bereits, aber deswegen macht es keinen Sinn, es zu fordern. Und dann, das ist nämlich der übliche Trick, den die DB AG macht. Die DB AG schiebt alle Verantwortung für Managementprobleme einfach schlichtweg von sich weg und sagt, wir brauchen nur mehr Geld und dann sind alle Probleme gelöst.
Und das stimmt halt zentral nicht. Sondern wir brauchen eine effiziente DB AG. Wir haben da erste Schritte eingeleitet mit der Zusammenlegung von DB Netz und DB Station und Service. Nämlich davor war es so, selbst bei einer kleineren Baustelle war es davor so, und ich war selber Gemeinderat, da ist jemand von DB Station und Service kommen, da ist jemand von DB Netz kommen, dann ist gern noch jemand von DB Regio kommen, man wusste nicht ganz genau warum, die haben für die Infrastruktur nichts zu tun gehabt, dann ist noch jemand von DB Immo kommen, dann haben die alle gesagt, sozusagen DB Immo, dann haben die alle gesagt, ja, sie haben, können eigentlich gar nichts entscheiden, sie müssen das jetzt alles nach oben nach Frankfurt geben, dann hast du ein halbes Jahr später wieder den Termin gehabt mit der, dem genau gleichen Ding, dann sind da drei andere gekommen. Haben gesagt, ah, das ist ja interessant, was sie uns sagen. Ja, sie sind da gerade nein und so weiter. Das tut uns jetzt echt leid. Deshalb die zentrale Forderung von Professor Böttger, das Ganze muss dezentraler entschieden werden. Wir brauchen Leute, eine Person vor Ort, die das entscheiden kann und die nicht jetzt halbe Jahr wechselt. Und das, da kannst Bürgermeisterin oder Bürgermeister fragen, wo du willst im Land. Das habe ich lang genug gemacht. Die haben alle die gleiche Erfahrung. Deswegen hat man diese Veränderung gemacht. Und warum sozusagen die Schnellfahrstrecken? Ich finde die Schnellfahrstrecke für mich persönlich von München nach Berlin total praktisch. Aber es gibt auch Leute, die nicht in München und Berlin leben und die zum Beispiel Umsteigeverbindungen brauchen. Und Matthias Gastel hat es beschrieben. Was hilft es mir, wenn ich eine isolierte Schnellfahrstrecke baue und die so gestaltet ist, dass die ganzen Anschlüsse nicht passen. Und ich habe diese Strecke München-Berlin intensiv begleitet. Die hat uns Dutzende von Milliarden Euro gekostet. Und wenn du mit Leuten von DB Netz gesprochen hast, haben die gesagt, ja, ist schon ganz gut, aber warum habt ihr das eigentlich so, die den Fahrplan machen. Nämlich, da müssen wir jetzt eine Viertelstunde abbummeln. Nämlich, sonst sprengt es uns den Fahrplan. Und ich so, ja, Viertelstunde abbomben. Ja, das funktioniert sonst alles da nicht. Ja, aber dazu muss man wissen, bei einer Hochgeschwindigkeitsstrecke, jede Minute kostet im Schnitt 100 Millionen. Also, Viertelstunde abbummeln. Man hätte sich diese 1,5 Milliarden sparen können. Oder wenn man sozusagen, die jetzt auch nie eingesetzt wird diese Viertelstunde nehmen, man muss sie abbummeln, sonst sprengt es einen Fahrplan. Und deshalb, ich glaube, es ist schon klug, es so wie in der Schweiz zu machen, sich zu überlegen, was braucht der Fahrplan und dann sich zu überlegen, welche Infrastrukturmaßnahme ich baue. Nämlich sonst funktioniert das alles nicht. Nämlich sonst lande ich sozusagen dabei, dass ich sehr, sehr, sehr viel Geld dafür ausgebe, für etwas, was dann nie genutzt wird, weil es nicht zueinander passt. Und das, glaube ich, damit sollte man ehrlich und transparent mit sich umgehen. Und ich kenne die DB AG die letzten 4 Jahre nicht mehr so gut. Aber ich kenne sie im Kern immer noch in- und auswendig. Die Geschichten, die einem da immer erzählt werden, die sollte man halt nicht unbedingt klären. Jutta, du hast auch gezuckt. Möchtest du auch noch kurz darauf eingehen? Ja, dann ich glaube, Toni hat da ganz viel zu gesagt. Ich wollte es nur noch mal verstärken. Ich bin selber, natürlich bin ich selber Schnellfahrstreckennutzerin. Ja? Aber ich bin halt auch nicht Schnellfahrstreckennutzerin und merke halt, dass einfach die, ich sag's jetzt mal so, der Fokus sehr stark darauf liegt, ich will mit der Bahn das Flugzeug ersetzen. Doch, das ist bei den Schnellfahrstrecken eigentlich, zumindest mal war das früher das offizielle Motto, auch seitens der entsprechenden Bahnvorstände. Das nützt mir aber recht wenig, wenn ich vorwiegend den Pendlerverkehr eigentlich besser unterstützen wollen würde. Und da, sage ich jetzt mal so, ist noch Luft nach oben. Jetzt haben sich schon sehr, sehr viele gemeldet, um nicht zu sagen fast alle. Jetzt würde ich mal den Vorschlag machen, wir mal zwei zusammenfassen und dann in die Antwortrunde gehen. Ganz hinten, bitteschön. Ja. Und dann. Genau. Wer ist da? Matthias Gastler von DB Gastel von Deutschen Netzer. Bundestag. Genau. Ich habe
Also erstens mal, wir haben ja einen demografischen Wandel. Das heißt, die Leute, die in den Arbeitsmarkt jetzt kommen, werden immer weniger. Wir haben auf der anderen Seite das Problem, dass die vor allem die Stellwerke immer weniger besetzt sind. Das habe ich zum Beispiel auch in München erlebt, wo ich mir dann auch meinen Teil gedacht hatte, wo dann auf einmal nur noch jede dritte S-Bahn gefahren ist, dass offensichtlich keiner im Stellwerk war, der die LZB bedienen kann. Auf der Stammstrecke ist, wie gesagt, LZB, damit dieser kurze Takt gefahren werden kann. Dass die nur noch auf PZB fahren. Ich kenne mich ja ein bisschen aus. Dann habe ich mir natürlich auch gedacht, vielleicht wirst du selber mal Stellwerkerin. Habe ich mich auch bei der DB beworben. Die war noch völlig begeistert von mir, auch von meiner brennenden Leidenschaft für Eisenbahn. Habe dann auch diesen Einstellungstest gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das ist schon ein ganz schöner Brocken. Ich kam zwar beim technischen Test sehr gut durch, beim Reaktionstest bin ich mit 39 Punkten ganz knapp bei 40 hätte ich bestanden. Und zur Frage jetzt, dann kommen die genau, her. Jetzt ist die Frage, das ist ein wirklich, also wirklich sehr Respekt, was die da im Stellwerk leisten müssen. Und muss dieses hohe Belastungsniveau tatsächlich sein, ganz besonders in Anbetracht, dass selbst die Stellwerke, also die elektronischen Stellwerke, immer noch auf Windows 95 laufen, auf einem recht alten Betriebssystem, anstatt mal ein bisschen mit KI unterstützend zu arbeiten. Okay. Vielen Dank. Dann nehmen wir gleich hier noch die Frage dazu. Matthias Wock, mein Name. Ich arbeite noch bei DB Cargo. Ich sage es bewusst noch bei DB Cargo, weil kein Mensch von DB Cargo weiß, ob er im nächsten Jahr noch seinen Arbeitsplatz haben wird. Und meine Frage geht eigentlich um die knappe Infrastruktur. Der DB-Konzern schafft es, obwohl die Infrastruktur knapp ist, immer noch Infrastruktur unterm rollenden Rad abzubauen. Ich finde das ehrlich gesagt eine Sauerei und mich wundert das, dass das immer noch stattfindet, dass unterm rollenden Rad Gleise abgebaut werden, Bahntankstellen geschlossen werden, obwohl man weiß, die Infrastruktur ist knapp. Und ich würde eigentlich darum bitten, dass man diese Prozesse, den DB-Konzern so schwierig macht, dass die Leute freiwillig die Finger davor lassen, bis irgendein Expertengremium das bejaht. Ein ganz einfaches Beispiel, in Landshut gibt es eine Bahntankstelle. In Dingolfing ist eines der größten Autowerke, das wird mit Rangierlux bedient. In Landshut hat DB Cargo mehr oder weniger die Ansage gekriegt von DB Energie, dass die Tankstelle geschlossen wird. Das würde bedeuten, dass wir mit den Rangierlux bis nach Regensburg oder Mühldorf über zum Teil eingleisige Strecken hunderte von Kilometern über kaputte Gleise fahren müssen, damit wir dieses Werk da noch bedienen können. Und das kann es nicht sein, dass sowas eigentlich stattfindet. Und da muss man eine Institution schaffen, die das also nicht mehr zulässt, dass die Bahn selber kastriert. Vielen Dank. Vorbildlicherweise haben Sie auch gerade Namen dazu gesagt und wer Sie sind, vielleicht können wir das einführen, dass das alle machen. Das ist für alle, glaube ich, interessant. Wenn Sie gestatten, da waren andere schneller, ich weiß. Aber ich könnte mir vorstellen, dass deine Frage da dazu passt. Ja. Danke, Matthias. Wir haben uns wahrscheinlich auch am Mittwoch in der Betriebsversammlung bei DB Cargo gesehen. Ja. Erik Großmann, ich bin Lokomotivführer bei DB Cargo. Und wir wissen alle, Personal bei der Deutschen Bahn ist ein knappes Gut, zumindest im operativen Bereich. Und erleben wir bei DB Cargo ab nächste Woche einen deutschlandweiten Sozialplan. Ja. Und zwar im operativen Bereich, angefangen bei den Lokomotivführern. Und wenn wir über solche Sachen reden, wie Stellenbau bei der Bahn, und ich hinten höre, wir bauen da nur im Overhead ab. Ja, wir bauen noch im Overhead ab. Aber am Ende, wenn wir auch werden wir auch immer im operativen Teil Personal abbauen. Und das Verhältnis nicht operatives Personal, also Overhead, Wasserkopf, wie auch immer das benannt wird, und operativer Teil, der bleibt gleich nach dem Abbau. Das heißt, die Deutsche Bahn baut zwar ab, aber das Personal, gerade das operative Personal, was knapp ist, genauso abgebaut, da, wo wir die Leute eigentlich brauchen. Und der Anteil, also da, wo die Bahn wirklich gerade Probleme hat,
in der Struktur, in dem Bereich, dass man zu großen Wasserkopf hat, das bleibt einfach erhalten und wird so durchgeschliffen. Und ich will nur mal die Frage stellen, was schätzen Sie denn alleine ungefähr, ich darf die Zahl nicht nennen, wie hoch der Anteil zwischen nicht operativem Personal und operativem Personal alleine bei DB Cargo ist? Und ich kann Ihnen sagen, er bleibt gleich, auch nach dem Abbau. Vielen Dank. Vielen Dank. Das waren vielleicht drei Fragen, die ganz gut zusammenpassen. Wer mag darauf reagieren? Matthias, bitte. Und dann nehmen wir die nächsten drei, würde ich sagen. Also, ich frage dann nochmal ab. Ich mach das von hinten wegen Personal. Ich habe gerade angefangen, der Frau Nikutta eine SMS zu schreiben. Also der Chefin von DB Cargo. Wir sind immer wieder mal im Gespräch mit ihr oder auch anderen Vorstandsmitgliedern. Und die Aussage ist immer gewesen, im operativen Bereich, also gerade bei den Lokführern, wird nicht abgebaut, sondern es wird Personal teilweise in neue oder andere DB-Gesellschaften verlagert, die dann nach Chemiearbeitsvertrag verdienen, weil das flexiblere Arbeitszeiten ermöglicht bei höheren Löhnen. Aber okay, ich werde der Sache auf jeden Fall nachgehen. So, dann die Frage mit der Infrastruktur. Kapazität ist knapp, wissen wir. Deswegen haben wir ja auch die Mittel erheblich erhöht für die Sanierung. Im Rahmen der Sanierung werden auch kleine und mittlere Maßnahmen umgesetzt mit zusätzlichen Weichen, Verkürzung, Blockabstände, solche Dinge, um eben relativ schnell die Kapazität zu erhöhen, Resilienz verbessern, betriebliche Flexibilität zu verbessern. Wir haben auch den Rückbau von Schieneninfrastruktur ja erheblich erschwert, praktisch unmöglich gemacht mit dem Paragraph 23 Allgemeines Eisenbahngesetz, wo wir jetzt wieder ran müssen, weil gar nichts mehr entwidmet werden darf und wir da jetzt sozusagen übers Ziel hinausgeschossen sind. Ich glaube aber, es war ja jetzt auch gemeint, die Serviceeinrichtungen, da haben wir das große Problem, dass die schwer zu finanzieren sind. Die Trassenpreise bilden die Kostenentwicklung bei den Serviceeinrichtungen nicht ab. Und deswegen, also ich weiß es konkret von den Entsorgungsanlagen für die Toiletten und Frischwasser. Deswegen fahren viele Züge mit geschlossenen Toiletten rum, nicht weil die kaputt sind, sondern weil es keine funktionstüchtigen Entsorgungsanlagen gibt. Das heißt, der Abwassertank ist voll, der Frischwassertank ist leer und es gibt keine Anlagen mehr, wo die hinfahren können, um das dann alles entsprechend zu entsorgen und zu versorgen. Und der Fahrgast leidet. Deswegen haben wir auch die Finanzierungsmöglichkeiten mit der Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, wo wir dem Bund die Mitfinanzierung erlaubt haben, was bisher nicht möglich war, entsprechend angepasst. Dann die Frage der Stellwerke. Da könnte ich jetzt sehr viel sagen, aber da muss ich ein bisschen auf die Zeit achten. Die Deutsche Bahn verantwortet etwa 4.000 Stellwerke. Die Hälfte davon ist in einem desolaten Zustand beziehungsweise jetzt oder absehbar modernisierungsbedürftig. Die Deutsche Bahn hatte mehr oder weniger einen Plan für die Digitalisierung der Stellwerke, nämlich ab 2028 keine neuen elektronischen Stellwerke mehr zu bauen, sondern dann auf die Digitalisierung zu setzen. Sie musste jetzt aber in Stuttgart, aber auch an der Riedbahn und woanders feststellen, dass es immens personalintensiv ist, nicht nur die Stellwerke zu bedienen, sondern auch die Stellwerkstechnik zu modernisieren. Da braucht es Planungskräfte und was vor allem fehlt, sind die Abnahmekapazitäten. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg in Horb am Neckar ein neues Stellwerk, das ist schon lange, lange fertiggestellt, konnte aber jetzt erst vor ein oder zwei Wochen in Betrieb gehen, weil keine Abnahmeprüfer da waren. Ja? Das ist eine Qualifikation, da dauert alleine nach Ausbildung und Berufserfahrung die Qualifizierung nochmal 5 Jahre. Und weil einfach so wenig gemacht wurde im Netz, gibt es diese Leute mit der Qualifizierung nicht. Wir haben Stellwerke, die neu sind, die nicht in Betrieb genommen werden können, zweite Gleise, die nicht in Betrieb genommen werden können, verschiedene Dinge, die gut sind, die man dringend braucht, aber die eben erheblich zeitverzögert nach der Fertigstellung nicht in Betrieb gehen können. Und deswegen hat die DB jetzt, wir kritisieren das, aber das ist so, DB InfraGo auf die Bremse getreten, weil sie einfach sagen, wir kommen da nicht voran mit dem Personalbedarf, den wir haben und dem Personal auch der Firmen, die uns zur Verfügung gestellt werden können, also bei Siemens und sonst wo. Und sie haben jetzt das Tempo bei der Digitalisierung verlangsamt.
was wir falsch finden, fatal finden, denn die LSTW und die konventionelle Technik ist eben absehbar irgendwann am Ende, ja, und erfordert auch einfach zu viel Personal. Also das heißt, um es mal anders auszudrücken, wir müssen dem absehbaren Personalabgang bei den Stellwerken durch Renteneintritt entgegentreten durch eine mindestens so schnelle Modernisierung, wodurch dann weniger Personalbedarf besteht. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir noch schlechter sein als jetzt. Die Versorgung in den Stellwerken liegt jetzt bei 96%. Der Laie sagt, das ist vielleicht viel, aber man braucht mal nur ein Stellwerk von, sagen wir mal, 10 in einer Reisekette, dann geht halt gar nichts mehr. Ja? Und das ist ein Problem. Ja, gibt es zahlreiche Beispiele. Und diese 96%, die reichen nicht, um einen verlässlichen Bahnbetrieb zu ermöglichen. Wir haben aber auch ein politisches Problem. Und einen letzten Satz, wir stellen auch nicht genug Geld zur Verfügung, weil wir derartig viel für die Sanierung der Infrastruktur brauchen, dass für die Modernisierung, also unter anderem Stellwerkstechnik, nicht genug Geld zur Verfügung steht. Und schon gar nicht überjährig, absehbar, planbar, dass man heute schon wüsste, wie viel 2028 oder 2029 zur Verfügung steht. Also ich könnte da noch viel mehr sagen, aber ich sehe die Unruhe bei Markus. Vielen herzlichen Dank. Jetzt waren drei Fragen von dieser Seite. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal wieder auf die Buffet-Seite, wenn nochmal alle aufzeigen. Genau, der Kollege im schwarzen Hemd in der letzten Reihe bitte und Frau Fuchs vielleicht. Und dann ja, greife ich wahllos heraus mit dem blauen Pulli. Bitte schön. Die Ostbayern. Johann Meindorfer vom VCD Arbeitskreis Ostbayern. Es schält sich ja zunehmend heraus, dass wir eine Verstetigung der Finanzierung brauchen, aber natürlich eine stetige Erhöhung. Gerade der letzte Beitrag hat es wieder gezeigt, auch wegen der Stellwerkstechnik. Die Verstetigung braucht es aus zweierlei Gründen, damit sich Planbarkeit ergibt für die Unternehmen und Planbarkeit für die Bahn, also für die Bauunternehmen und für die Bahn. Es gibt Beispiele, wo aber auch Abstimmungsschwierigkeiten plus Finanzierungsschwierigkeiten Projekte verhindern, die gar nicht so groß sind. Es gibt das Beispiel bei uns, die 8 oder 10 Kilometer zwischen Obertrabling und Regensburg, ein bedeutender Knoten, der im vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan steht. Und es wird jetzt rausgeschoben bis Mitte der 30er Jahre. Das hätte eine riesige Netzwirkung, eine Entlastungswirkung. Viele Störanfälligkeiten würden mit einem 3- bis 4-gleisigen Ausbau dieser wenigen Kilometer beseitigt. Es würde Stabilität im Netz geben. Es würde den Hauptbahnhof Regensburg entlasten. Und man fragt sich, warum hier nichts vorangeht. Weder der Bundesverkehrsminister noch die jeweiligen bayerischen Verkehrsminister konnten dazu befriedigende Antworten geben, haben immer wieder gegenseitig aufeinander verwiesen. Woran hapert es hier? Fehlt da der politische Wille plus das Geld? Gibt es Rangeleien zwischen Bund, das Verkehrsministerium, bayerischen Verkehrsministerium, die sowas verhindern? Das ist die große Frage. Für uns wäre es ein großer Schritt, wenn hier endlich mal angefangen würde. Danke. Vielen Dank. Dann gebe ich gleich weiter. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Büchler. Mein Name ist Bärbel Fuchs. Ich bin die Geschäftsführerin der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Also wir sind zuständig für die Bestellung des Schienenpersonennahverkehrs hier in Bayern. Deswegen bin ich auch mit großem Interesse hier heute bei der Veranstaltung dabei und ehrlich gesagt auch ein großer Fan von Herrn Professor Dr. Böttger. Sie haben es ja sehr gut analysiert, wo wir hier in Deutschland mittlerweile bei der Bahn angekommen sind. Und ich möchte jetzt ganz gerne den Fokus mal auf das Thema Steuerung nochmal lenken. Macht das an zwei Beispielen fest. Einmal die Steuerung aus dem DB-Konzern. Was passiert hier eigentlich auf der Schiene? Und das andere ist auch, das hatten Sie auch angesprochen, die Steuerung des Eigentümers in Bezug auf Infrastruktur. Jetzt gehe ich mal zu dem ersten Punkt. Also ich vertrete natürlich hier in erster Linie den Nahverkehr. Daseinsvorsorge haben wir eben auch schon gehört. Und ich war sehr irritiert, dass ich vom Infrastrukturvorstand, jetzt sage ich es wieder bewusst, des DB-Konzerns, lesen musste, dass offensichtlich der Nahverkehr im Moment das Kernübel der Unpünktlichkeit im deutschen Schienennetz ist. Ja, man hat jetzt Knotenanalysen gemacht in Köln, in München, in Frankfurt, hat festgestellt, da ist zu viel Regionalverkehr unterwegs. Der ist in den letzten Jahren zu sehr gewachsen.
Jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Wir waren ja bei der Analyse dabei. Also zumindest hier für München kann ich definitiv sagen, kam raus, der Fernverkehr ist derjenige, der hier den Knoten zufährt, nicht der Nahverkehr. Aber man liest es jetzt fleißig durch Herrn Huber, dass der Nahverkehr ausgedünnt werden soll. Jetzt möchte ich an der Stelle mal darauf hinweisen, dass wir übrigens nach Abstimmung mit der Infrastruktur, also früher DB Netz, heute DB Infrago, Vorausschreibungen unserer Verkehrsverträge natürlich prüfen, wie Trassenverfügbarkeiten und Fahrpläne sind. Wir schließen daraufhin Verkehrsverträge über 10 bis 15 Jahre ab, kontrahieren hier also Verkehrsunternehmen, die in Personal und in Fahrzeuge investieren, in Infrastruktur für die Werkstätten und müssen uns jetzt aus der Presse sagen lassen, dass uns hier, also dass wir hier ein Kernübel der Unpünktlichkeit in Deutschland sind. Also diese Absurdität möchte ich ganz gerne hier mal loswerden. Die zweite Absurdität ist für mich das Thema Hochleistungskorridore. Da warne ich auch davor, diesem Narrativ, übrigens auch von den DB-Konzernvorständen in die Öffentlichkeit massiv reingetragen, dass man hier den primären Fokus drauf legt. Weil was bedeutet das? Gerade in der Situation, wo die finanziellen Mittel, das haben wir jetzt heute auch oft genug gehört, ja doch noch nicht so auskömmlich sind, dass man alle in Pressen bedienen kann, also auch Instandhaltung, dass man hier anfängt, massiv Mittel zu verlagern, um diese Hochleistungskorridore mit aller Gewalt durchzuboxen, weil die als oberstes Ziel vom DB-Konzern festgelegt wurden. Wer profitiert davon? Man braucht sich nur das Netz anzuschauen. Das ist bei uns, zumindest in Bayern, nicht der ländliche Raum. Das sind die Strecken, auf denen primär der eigenwirtschaftliche Fernverkehr der DB unterwegs ist. Und jetzt komme ich mal zu meiner Frage. Also das wollte ich jetzt als Statement und als kleine Provokation hier auch mal in den Raum stellen. Meine Frage, wie, und vielleicht richte ich die Frage erstmal an den Dr. Böttger nochmal, aber dann auch gerne an Sie als Vertreter der Grünen. Wie gehen Sie mit diesem Konstrukt um, dass die Infrago immer noch Teil der DB ist und natürlich ein DB-Konzern darauf achten muss, dass alle seine Teile am Ende wirtschaftlich agieren? Das ist so der eine Aspekt. Und ich schließe jetzt gerne noch den zweiten an. Auch wir stellen schon fest, und ich habe noch eine zweite Rolle, ich bin auch Vorsitzende des Sektorbeirats, der die DB Infrago beraten soll, bin da vom BMDV eingesetzt. Wir beraten praktisch die DB Infrago und wir merken oder haben das Gefühl, dass auch hier vom Eigentümer wenig Steuerung erfolgt. Und da bin ich jetzt auch wieder bei meinen Themen. Es gibt die Hochleistungskorridorsanierung, die ganz oben steht. Man spricht auch von Aus- und Neubau, wobei da wird ja schon gesagt, lasst uns priorisieren, erstmal Bestandsnetz sanieren, in Klammern immer nur HLK. Ja, also bin da wirklich sehr provokant unterwegs. Die übrigen Netze, naja, ne, gibt es halt auch, da fährt halt der Nahverkehr drauf rum. Digitalisierung schiebt sich auch nach hinten etc. Und wie sollte man denn da mit der Steuerung aus dem BMDV mal anders umgehen? Weil wir haben das Gefühl, auch im Sektorbeirat, dass hier sehr klar nur die DB entscheiden kann, wie sie ihre Prioritäten setzt. Das wären jetzt mal meine Statements inklusive den Fragen an Sie. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Sepp Reisinger, bin aus Nussdorf am Inn. Ich spreche für die Bürgerinitiativen, die gegen das dritte und vierte Gleis sind, von Grafing bis Kufstein, Anschluss Österreich. Ich habe eine Frage an die Frau Paulus. Es ist so, dass ich beschäftige mich schon lange damit und ich erinnere mich noch gut, wie der Herr Hofreiter 2015 in Oberaudorf war, mit dem Sepp Kustatscher aus Südtirol. Und da war eine Besprechung auch zu diesem Thema. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin froh, dass die Grünen sich so für die Eisenbahn einsetzen. Aber bei uns unten versteht das kein Mensch mehr, warum die Grünen, von denen man eigentlich erwartet, dass sie genauer hinschauen, bei dieser Schnellbahntrasse so für diese Schnellbahntrasse eintreten. Im Grundsatzpapier dieser TEN-1-Strecke ist Folgendes zu lesen zu diesem Abschnitt. Kufstein-Rosenheim. Eine Überlastung ist nicht zu erwarten bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus. Darum ist ein Ausbau der Bestandsstrecke einem Neubau vorzuziehen.
Ich kann Ihnen das dann sagen, wo das steht, genau. Diese Strecke, diese Zulaufstrecke, die soll unter dem Inn durchlaufen, soll über Stephanskirchen einen großen Weg machen, nicht auf dem kürzesten Weg nach München, nur weil eine Prämisse ausgeht, und zwar diese Streckengeschwindigkeit von 230 Stundenkilometern. Das fordert die EU nicht. Die EU sagt, die 160 Kilometer, die auf der Bestandsstrecke zu fahren sind, reichen aus. Auf der Bestandsstrecke sagt die Eisenbahn selber, wir können die doppelte Anzahl von Zügen fahren. Ich möchte auch erinnern, dass die geplant wird für 740 Meter lange Züge. Das heißt, wo jetzt drei Güterzüge fahren, werden später zwei fahren, die halt ein bisschen länger sind. Auf der Südseite wird dieser vierspurige Ausbau nie entstehen. Diese Kosten für diesen Zulauf sind mit über 10 Milliarden geplant. Ich gebe hier einfach mal, will ich informieren dazu, der Brenner Basistunnel, seitdem man mit 2000 Leuten seit 2008 baut, sind momentan die Kosten auf 10,3 Milliarden geschätzt. Aber jetzt muss ich noch ganz kurz sagen, wenn es möglich ist, nicht 10 Milliarden Euro auszugeben, um den gleichen Zweck zu erfüllen auf einer Bestandsstrecke, die ausgebaut werden kann, und man würde das, ich sage jetzt mal, einfach einem Viertel der Kosten machen, sind es auch ein Viertel weniger Umweltbelastungen und Baukosten. Meine Frage ganz konkret, Frau Pauli, wenn 160 Kilometer pro Stunde reichen, wenn man auf der Strecke verdoppeln kann, warum sollte man 10 Milliarden ausgeben und ganze wichtige touristische Gebiete, Naherholungsgebiete mit einem Wert für die ganze Gesellschaft, diesen solchen Großprojekten opfern? So, Moment, gut, vielen Dank. Also jetzt haben wir drei komplexe Fragen bekommen. Also beim Brenner Nordzulauf, man kann sich wünschen, dass ein Maß Bier in ein halb Liter Glasl reinpasst. Aber es ist halt, es passt halt nicht rein. Ich bin nicht einverstanden. Da prüfen wir die Fakten bitte und geben Sie uns die Gelegenheit dazu. Gut, es kann sehr gerne, also sehr gerne, Jutta, gebe ich dir das Wort, auf diese Frage zu antworten, weil du bist direkt angesprochen, aber ich muss die vorab in Schutz nehmen. Also zuständig ist da die Bundespolitik und nicht die europäische Politik. Insofern ist da vielleicht auch der Matthias Gastel derjenige, aber das macht sie ein bisschen untereinander aus. Wir haben aber jetzt ist dieses heiße Thema als dritte Frage gekommen. Ich erinnere, wir haben aber drei sehr spannende Fragebereiche hier gehört. Ich weiß nicht, den Brenner Nordzulauf werden wir hier nicht erschöpfend diskutieren können. Und ich weiß auch nicht, wie groß die Bereitschaft ist, sich damit auseinanderzusetzen im Raum. Das überlasse ich auch ein bisschen dem Auditorium. Ich sehe viel Kopfschütteln. Insofern fassen wir uns da vielleicht knapp, würde ich vorschlagen. Und wer möchte denn anfangen, auf die drei Fragekomplexe einzugehen? Herr Professor Böttger, bitte. Zu den beiden ersten Themen vor allem, also dieses Thema Neubaustrecke. Was? Nein, ich habe nur. Also, oder Ausbau Straubing. Also dieses Thema ehrlich machen, da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen die Stirn gerunzelt, auch was der Gastel gesagt hat, das ist natürlich ein bisschen auch jetzt Bilanz der Regierungsbeteiligung. Aber wir haben im vordringlichen Bedarf des Verkehrswegeplans Projekte derzeit drin mit etwa 90 Milliarden Euro. Hinzu kommen etwa 50 Milliarden für den Deutschlandtakt. Das sind 140 Milliarden. Da fehlt noch der Güterverkehr. Das ist so die Größenordnung. Baukosteninflation, muss man nochmal gucken, ob das derzeit wirklich reichen würde. Das ist die Größenordnung. Wir haben 2 Milliarden neuen Ausbaubudget. Da hat man jetzt schon gesagt, eigentlich müsste da auch noch ein bisschen was umwidmen in die Bestandsnetzsanierung. Das ist also die Größenordnung. Ja, 2 Milliarden versus 150. Und natürlich gibt es da ein furchtbares Gerangel darum, welche Projekte eben da sind. Wir haben lauter Projekte, die dringend sind, wenn ich die Schiene in Deutschland ausbauen will. Und das ist das, was ich mit ehrlich machen meine. Es ist eine deprimierende Situation. Ich sage mal so, Geld hilft kurzfristig auch nicht. Das kam ja vorhin schon mal, dass man gesagt hat, natürlich brauche ich einen Planungsvorlauf. Also da ist auch die Bayerische Straßenbauverwaltung seit Jahren sehr gut drin. Wenn am Jahresende noch mal Geld da ist, die haben immer noch ein, zwei Strecken geplant, wo man sofort Geld verbauen kann. Das wäre gut, wenn die Schiene das auch hätte. Aber es macht also keinen Sinn, einen Planungsvorlauf für 40 Jahre zu machen. Wir haben Projekte, die mittendrin abgebrochen und neu geplant werden müssen. Also jetzt ganz am Ende Deutschlands, wo ich herkomme, Neubau Schleibrücke Arnis, die ist angefangen. Die fangen an zu bauen und dann kommt ein neues Regelwerk raus und sagt, jetzt fange ich komplett an, neu zu planen.
Ja, Sperrung einer Strecke 2 Jahre verlängert, weil mittendrin neu geplant wird. Was soll ich jetzt Strecken planen, wo ich kein Geld habe bis 2050? Ja, also es ist sicherlich richtig, dass man überlegt, sozusagen, was brauchen wir für ein Netz und wie können ein Fahrplan funktionieren? Aber ich mache bitte keinen Regionalfahrplan auf einer Nebenstrecke für 2060. Ja, dafür sollten wir kein Geld ausgeben. Aber es ist ein furchtbarer Kampf und wie gesagt, die Ressourcen sind eben knapp. Und wie gesagt, Geld ist das eine, aber hinter diesem Geld müssen auch Ressourcen stehen. Und das haben wir versäumt und eigentlich müssen wir schnell sehen, wie kommen wir zu mehr Ingenieuren, wie kommen wir zu mehr Fachkräften, um tatsächlich mehr bauen zu können. Also ist deprimierend, aber mehr kann man dazu nicht sagen. Aber wie gesagt, ich habe da schon so ein Störgefühl. Seit 2 Jahren sagt die Bundesregierung ja auch, sie macht eine Etappierung. Ja, und aus gutem Grund wird die immer weiter nach hinten geschoben. Die Etappierung kommt eben nicht, weil man also weiß, dann gibt es bei den ganz betroffenen Strecken, wo man gesagt hat, nee, die nächsten 20 Jahre kommt es nicht. Der eine oder andere ist dann vielleicht glücklich, aber an vielen Stellen ist das eine Katastrophe für die Bahn. Deswegen kommt diese angekündigte Etappierung, also die Einteilung, was können wir bis wann machen, die wird Jahr um Jahr nach hinten geschoben. Zu Frau Fuchs. Also ich bin jetzt ja kein Fahrplanfreak. Ich weiß nicht, ob Sie den Ingolf Leuschel noch kennen. Dem höre ich also immer sehr viel zu, also ehemaliger Fahrplanchef der DB. Der sagt im Prinzip, es geht nicht in den Knoten. Das hat übrigens auch mit Fahrgästen zu tun, daran, wie sich Fahrgäste benehmen, dass sich das Fahrgastverhalten verändert hat. Also auch Reisegewohnheiten, dass man sagt, wir werden langsamer, wir haben viele Leute mit großen Gepäckreisen, Fahrradfahrer übrigens auch als Problem, dass man deswegen längere Halte braucht. Ja, und ich bin etwas unglücklich, wenn man das als Schuldfrage formuliert, aber der Zuwachs ist doch in erheblichen Teilen aus dem Regionalverkehr gekommen. Und im Regionalverkehr, ich habe jetzt in Berlin eine Strecke, wo man gesagt hat, die geht von 30 auf 20 Minuten Takt mit der Folge, dass Tesla seine Züge nicht mehr aus der Fabrik rauskriegt. Also die können nur noch nachts rausfahren. Also da wird der Güterverkehr behindert und die Stadtbahnstabilität wird behindert. In München weiß ich jetzt nicht so genau. Ich denke, man muss sich das für jeden Knoten angucken. Und ich glaube aber, man sollte das nicht so, bei denen kommt so eine leicht moralische Ebene dabei. Wir als Regionalverkehr, wir können doch nicht die Bösen sein. Also wir müssen halt sehen, was eben geht. Und dann muss man eben notfalls auch priorisieren. Ja, also sage ich mal ganz, ganz nüchtern, aber wie gesagt, möglichst ohne irgendwas an moralischem Unterton dabei. Bei den Hochleistungskorridoren, ich sehe das schon so, das ist so Teil dieses Narrativs jetzt auch des aktuellen Verkehrsministers, dass er gesagt hat, er hat herausgefunden, das Netz ist im schlechten Zustand und er hat die Lösung dafür, nämlich diese Hochleistungssanierung. Man hat das eben schon holter die Polter geplant, man hat diese Vorzeigestrecke, jetzt die Riedbahn, wo ja auch Geld ohne Ende reingesteckt wird. Also auch bei der DB ist die Anweisung, egal wo gespart wird, bei der Riedbahn alles, was man bei der Riedbahn braucht, ist sofort automatisch genehmigt, weil da der Minister so auch Pressekonferenzen macht. Nur deswegen. Wenn sich mal die anderen gesperrten Strecken angucken, die sehen nicht so schick aus. Ja, da ist der Ersatzverkehr nicht so beschildert. Das ist wirklich speziell Riedbahn für die Pressekonferenzen des Ministers. Ich habe den Eindruck, man hat das ein bisschen holter die Polter geplant. Ich glaube, wir brauchen das und natürlich sind es die Hauptachsen, die eben alle Verkehrsarten nutzen, die davon betroffen sind. Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass kein Regionalverkehr laufen würde über die Riedbahn oder Hamburg-Lübeck oder was sie sich angucken. Also dann alle Verkehrsarten, das sind nur mal die Strecken, die hochbelastet sind. Aber ich glaube, also gerade wenn man jetzt eben sagt, man muss über die Geldmittel nochmal neu reden, dass man auch über die Korridorsanierung nochmal reden muss. Und jetzt, wenn eben deutlich wird, vieles, was man sich vorgenommen hat, ich sage mal, von ETCS-Ausstattung ist keine Rede mehr. Ja, bei der Riedbahn haben sie auch die Oberleitung nicht geschafft, die sie eigentlich machen wollten. Dass man da nochmal ein bisschen nachdenkt, ist das in der Form richtig? Aber wie gesagt, das Thema Priorisierung und ehrlich machen, was können wir mit dem Geld machen, ist aus meiner Sicht also ganz, ganz dramatisch. Und das dritte Thema hatten Sie, die Strukturfrage. Meine Position ist ja seit 20 Jahren bekannt und unverändert, dass ich eigentlich ein Freund der Trennung bin. Ja, ich frage mich, wie sehr das im Prinzip jetzt kurzfristig wirklich hilft. Ich halte es nach wie vor für richtig. Ich habe das vor Jahren schon mal diskutiert. Die Frage ist, so angeschlagen wie die DB ist, können die noch eine große Organisationsreform vertragen oder macht es die ganz kaputt? Kollege Hofreiter hatte ja mal gesagt, dass er sagt, nein, also genau das ist die Zeit, in der man sowas umsetzen kann. Also sind beides valide Argumente. Ich bin da immer hin und her gerissen selber, was das Richtigere ist. Aber ich halte eine Trennung eigentlich für richtig. Oder wenn das nicht politisch nicht durchsetzt, zumindest die Entherrschung, die Herr Gastel ja eben auch schon im Nebensatz eben angesprochen hatte. Dass man zumindest die Gewinnabführung und Beherrschungsverträge eben kappt.
Das würde es besser machen, aber ich glaube, man muss darüber hinaus eben hineingehen in das Thema Struktur. Und das fängt für mich eben damit an, dass wie steuert die Politik? Und ich bleibe also dabei, ich habe es nicht automatisch gesagt, alle Politiker raus. Ja, das ist, war durchaus nicht gemeint, aber dass wir, Thorsten Beck, ja, spreche auch einiges dafür, aber also das muss man nochmal diskutieren. Nee, Kollege Thorsten Beckers von der Uni Weimar, der hatte gesagt, warum machen wir nicht ein eigenes Eisenbahnsteuerungsrecht, also ein Eisenbahnaufsichtsrecht? Neue Gesetze machen ist immer nicht so besonders populär, ich bin mir auch da nicht sicher, aber ich glaube, da muss man nochmal sorgfältig drüber nachdenken. Ich habe auch noch nie nichts gesehen, wo man sagt, eine tolle Lösung. Aber das ist aus meiner Sicht der Dreh- und Angelpunkt, bei dem wir anfangen müssen. Und ich glaube eben, dass da der Bund in den letzten Jahren, also parteiübergreifende, schlechte Arbeit gemacht hat, also ganz deutlich. Dann würde ich würde weiter, aber nicht jetzt dazu. wobei Überschneidungen gibt es natürlich thematisch. Also Thema Brenner-Nordzulauf. Wir haben uns die Zugzahlen im Ist und in der Prognose angeschaut. Wir haben uns die Bestandsstrecke angeschaut. Wir heißt mein Team, das sind alles Verkehrsingenieure, die das studiert haben. Wir können überhaupt nicht erkennen, wie diese Zugzahlen, die wir für glaubwürdig halten, auf dieser Bestandsstrecke untergebracht werden sollen. Und ich weiß auch, dass das nicht alle Bürgermeister, bei denen die Strecke durch den Ort führt, sonderlich lustig fänden. Und man kann an einer Bestandsstrecke niemals einen so guten Lärmschutz machen wie bei einer Neubaustrecke. Also das, was Sie da sagen, wird nicht möglich sein. Deswegen stehen wir auch zur Neubaustrecke. Wir hatten letzte oder vorletzte Woche im Bundestagsverkehrsausschuss eine Anhörung zu dem Thema. Es ging jetzt weniger um die Frage Neubau, weil das ist sozusagen entschieden, sondern es ging um konkrete Konfliktpunkte. Wir stehen da dazu, wenn man mehr Güter, mehr Personenverkehre auf die Schiene bringen will, dann braucht man die Kapazitäten und die wird man nicht überall im Bestand schaffen können. Zu der Frage mit der Korridorsanierung. Also ich kann das, was Professor Böttger gesagt hat, einerseits nachvollziehen. Ich möchte es aber auch ergänzen. Wir belassen es nicht oder es darf nicht belassen werden. Ich weiß ja gar nicht, wie lange wer noch regiert und so weiter, keine Ahnung. Es darf nicht dabei belassen werden, diese 41 definierten Korridore zu sanieren. Deswegen gibt es auch diese Planung der Invest-Container, ist ein bescheuerter Begriff, aber das ist im Prinzip das, was man mit diesen Korridorsanierungen macht, dass man eine Grundsanierung vornimmt unter Vollsperrung, auch für die anderen Strecken, die nicht ganz so bedeutsam sind. Also das heißt, die sind nicht vergessen, die sind aber halt auch nicht so spannend oder nicht so spektakulär wie Frankfurt-Mannheim oder jetzt, was da nächstes Jahr kommen soll, Hamburg-Berlin. Ja, da gucken natürlich viele Leute drauf, das ist hochspannend. Es geht auch um den anderen Teil des Netzes und da drängen wir auch drauf, dass das entsprechend gemacht wird. Die Frage, warum alles so lange dauert, möchte ich dahingehend beantworten. Wir haben es ja teilweise auch schon gehabt, es sind Widerstände. Es ist zum Teil so, dass es zu wenig Planungs- und zu wenig Baukapazitäten gibt. Wir haben mit dem Genehmigungsbeschleunigungsgesetz eine Maßnahme gemacht, indem wir alle Schienenprojekte zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt haben, was bei Abwägungsprozessen in Planung und Genehmigung, gegebenenfalls auch vor Gericht, häufiger zugunsten der Schiene gehen sollte. Ja, weil einfach der Ausbau von Schienenwegen eine besondere gesetzliche Priorität bekommen hat. Das ist eine wichtige Maßnahme. Andere Dinge haben wir diskutiert, vor überjährige Finanzierung, Verlässlichkeit, Aufbau von Planungs- und Baukapazität, das sind alles weitere wichtige Maßnahmen. Aber eines ist halt auch wichtig. Wenn die Politik, und das ist hier der Bundestag, nicht den Mut hat, Entscheidungen zu treffen, am Ende von Leistungsphase 1 und 2 gehen die neuen Projekte alle in den Bundestag. Und dann wird dort darüber befunden, ob es weitergehen soll und wenn es Varianten gibt, in welcher Variante dann das empfohlen wird. Wenn diese Entscheidungen nicht getroffen werden, dann kann es nicht weitergehen. Und es ist leider so, wir haben Hamburg-Hannover, Hannover-Bielefeld, Brenner-Nordzulauf und so weiter. Viele Projekte hätten schon entschieden werden müssen. Man schiebt es aber raus wegen den Widerständen. Aus Angst bei denen, die da ihren Wahlkreis haben und so weiter. Ja? Also da muss die Politik dann auch den Mut haben. Und ich finde, bei der Kritik an den Verspätungen. Ich würde mir da auch wünschen, dass sozusagen bei uns so eine Dynamik entsteht wie in der Schweiz, wo es dann einfach heißt, wir erwarten als Volk, dass eine Bahn funktioniert und dass eine Nation dann auch stolz drauf ist, wenn sie nicht funktioniert
und dass es ihr peinlich ist, wenn sie nicht funktioniert und das einfordert von der Politik. Jede Regierung in der Schweiz wäre längst abgewählt worden, wenn die Bahn dort diesen geringen Stellenwert hätte, wie es in Deutschland jahrzehntelang der Fall gewesen ist. Und da müssen wir hinkommen, dass der Wille da ist, eine bessere Bahn zu kriegen und dass dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz finden. Vielen Dank. Und dann gebe ich weiter an Jutta. Ja, ich will nur antworten, weil ich direkt angesprochen wurde. Es ist allerdings so verfahrenstechnisch, in Anführungszeichen. Auf europäischer Ebene beschließen wir die TEN-T-Guidelines, also TEN-V ist es, glaube ich, die offizielle Übersetzung, also transeuropäisches Netzwerk für Verkehr. Und die wiederum sagen nur, wo sind denn die prioritär auszubauenden Korridore? Was soll miteinander verbunden werden? Die tatsächliche Umsetzung, wie das erfolgt, das liegt in der Hoheit der Mitgliedstaaten. Das heißt, da ist auch das Parlament komplett außen vor, haben wir überhaupt nichts mehr zu tun. Null. Das ist dann reines Exekutivhandeln. Da sind wir also als Gesetzgeber dann nicht beteiligt. Wir sagen nur, wo ist der Korridor? Wo sind sozusagen die Prioritäten für das, was Europa verbindet? Ne? Genau. Und zur Riedbahn, ja, also ich möchte als persönlich Betroffene hoffe ich doch wirklich sehr, dass es wirklich auch in der Qualität vorangetrieben wird. Ich sehe das ja immer, ich war halt jetzt noch eine Stunde früher los, Montagmorgens, das heißt nicht mehr um 6:30, sondern um 5:30 am Bahnhof sein, das ist schon krass. Und ich finde diese Schilder sehr lustig, ne? Im Mannheimer Bahnhof. Die weisen dann zum Schienenersatzverkehr und zwar bis zum 14.12. 23.59 Uhr. Bin mal gespannt, ob das klappt. Vielen Dank. Jetzt gehen wir mal wieder zur Buffet-losen Seite, würde ich sagen. Da gibt es auch schon viele, die sich sehr lange melden, unter anderem die Damen in der ersten Reihe und die zwei Herren dahinter, aber auch Herr Böhm von der GDL. Ja, vielleicht kommen wir, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, vielleicht schaffen wir das, kurze Fragen, kurze Antworten zu geben und vielleicht schaffen wir da noch zwei, drei auf der anderen Seite und dann ist unsere Zeit, wie gesagt, leider um. Bitte schön, fangt ihr beide vorne an, bitte kurz, dann die beiden Herren. Mein Name ist Gunda Kraus, ich bin im Stadtrat, ich bin im Mobilitätsausschuss. Ich weigere mich, innerhalb Deutschlands zu fliegen. Ich habe unter Frust meine Bahncard zurückgegeben, weil die Bahn unpünktlich ist. Und ich möchte gerne ein Input haben, wie ich die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt, auch Freundeskreis, vom Auto abbringen kann auf die Bahn. Ich finde keine Argumente und also ich stehe da auf dem Schlauch und nach dem, was ich heute hier gehört habe, werde ich wohl auch, glaube ich, keine Verbesserung mehr erleben. Und da hätte ich gerne einen Input. Wie macht man das der Bevölkerung klar, wie der Matthias Gastel es so schön gesagt hat, wir sollen wieder stolz sein auf unsere Eisenbahn, so wie die Schweizer Bevölkerung. Danke. Mein Name ist Petra Kockrell. Ich komme aus dem Bezirksausschuss 13 Bogenhausen. Und zwar haben wir das Thema, dass wir auf einer Strecke von 4 Kilometer, die aktuell eine geteilte Güter- und S-Bahn-Strecke ist, einen viergleisigen Ausbau bekommen werden in der Verlängerung des Brenner Nordzulaufs, primär mit Güterverkehr. Wir hatten schon davon 740 Meter lange Züge, sehr eng getaktet. So, das ist unsere, ich sage jetzt mal, Problemlage, um es mal zu sagen. Und ich habe damit verbunden zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie wird damit verfahren, dass in der Vergangenheit viele Planungen, auch im Bundesverkehrswegeplan, auch unter politischen Aspekten geplant worden sind? Klammer auf, manche Strecken sind dann nämlich rausgefallen, wie zum Beispiel die Strecke von Mühldorf nach Regensburg, die eine Umfahrung des Verkehrsknotenpunktes München dargestellt hätte für den Güterverkehr. Also wir haben über Priorisierung von Projekten gesprochen. Ich würde hier ganz gerne mal die etwas provokante Frage stellen. Wer guckt sich denn an, ob das, was da jetzt momentan im Bundesverkehrswegeplan so drinne steht, auch tatsächlich den maximalen Nutzen für das Netz hätte, zum einen. Und damit verbunden auch das andere Thema. Wir hatten es von dem Nimbyismus.
Ich denke, dass die Zustimmung der Bürger um einiges besser wäre zu den Verkehrsprojekten, wenn auch das Thema Lärmschutz, und da kommt auch die Frau Paulus nochmal mit rein. Wir haben die Lärmkartierung und alles, was damit zusammenhängt, das konterkariert sich für mich bis zu einem bestimmten Punkt, wenn ich sage, wir führen dann eine hochfrequente Güterverkehrsstrecke weiter oberirdisch und damit mit der entsprechenden Beeinträchtigung der umliegenden Bewohnerschaft, was jetzt den Nimbyismus jetzt nicht unbedingt entgegenwirkt. Vielen Dank. Vielen Dank für die beiden kurzen Fragen. Bitte noch zwei mindestens so kurze Punkte. Ich versuche es mal noch kürzer zu fassen. Tobias Jacke, mein Name. Ich bin Eisenbahnbetriebswissenschaftler und Asset Manager bei der InfraGo, aber heute privat hier. ich habe heute viele gute Dinge gehört, manche nicht so gute. Vieles von dem, was gesagt wird, ist, glaube ich, viel auch Hörensagen. Das Thema Hochleistungskorridore, beispielsweise ETCS und solche Sachen, da möchte ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Im Wesentlichen geht es mir darum, dass wir intern tatsächlich gute Ideen haben und sogar Pläne, wie wir die Infrastruktur mithilfe der genannten Container, allerdings in einer anderen Form, so segmentieren und strukturieren können mithilfe der Netzzustandsnote, dass wir bis in ein perspektivisches Jahr, beispielsweise 2040, klar sagen könnten, in welcher Sperrzeit wollen wir welche Anlagen umsetzen und was würde das kosten, wie viel Instandhaltungsaufwand brauchen wir dafür und welche Qualität würde das denn liefern. Das wesentliche Kernproblem, was wir in Deutschland haben, in unserer Verkehrspolitik, ist das Vertrauensverhältnis zwischen dem Eigentümer und der Infrastrukturgesellschaft. Das heißt, es gibt dort keine vernünftige Basis, miteinander zu reden. Die können sich nicht mal darauf einigen, eine Netzzustandsnote als Steuerungsinstrument zu implementieren, wenngleich wir uns komplett nackig gemacht haben in unserer Infrastrukturzustandsbewertung und der Öffentlichkeit klargemacht haben, wie es uns geht und wo unsere Probleme liegen. Und ich möchte ganz, ganz konkret fragen, wie wollen Sie dieses Vertrauensverhältnis, was übrigens der Schlüssel in der Schweiz und vor allem in Österreich ist, wie wollen Sie dieses Vertrauensverhältnis politisch wiederherstellen, dass wir endlich wieder seriöse Infrastrukturplanung betreiben können? So, vielen Dank. Mein Name ist Wolfgang Täger. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass ja vorhin schon mehrfach gesagt worden ist, wir brauchen unbedingt vier Gleise für den Brenner-Nord-Zulauf. Was vielleicht viele Leute nicht wissen, ist, dass 80% davon Güterverkehr sind, dass die allesamt durch München-Bogenhausen weiterfahren werden, dass es zudem noch, das ist ja ein transeuropäisches Netz, dass ein weiteres transeuropäisches Netz dazukommt, das ist der Rhein-Donau-Korridor, und dass man dann in München eine Güterverkehrsstrecke hat, die wird die meistbefahrene Güterverkehrsstrecke Deutschlands werden. Die wird eingerahmt laut Planung der Bahn mit Lärmschutzwänden, die sind höher als die rote Wand, die Sie da sehen. Die werden etwa 6 Meter hoch sein. Es wird tausende Anwohner geben, die trotzdem nicht die Lärmschutzgrenzwerte eingehalten sind. Und da wollte ich fragen, wie Sie dazu stehen. Der Herr Gaste in seinem Bundesland wurde mit seiner Zustimmung ein Tunnel gebaut bei Offenburg im Jahre 2016. Damals wurde gesagt, dieser Maßstab soll angewendet werden überall. Und hier in München verweigert man den, rechnet mit falschen Zahlen, rechnet nicht mit denselben Zahlen wie im Brenner-Nord-Zulauf, obwohl die Züge ja bei uns vorbeikommen. Und da würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören. Dankeschön. Ich kann es ja ein bisschen umschreiben, dass es passt. Also ich will ja, dass hier die Versammlung auch durchläuft nach Plan. Nee, ich verstehe das doch. Ich mache da mit. Kurze Frage noch oder kurze Einführung zu meiner Person. Ich heiße Uwe Böhm, ich bin Landesvorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer in Bayern und ich war sogar 16 Jahre Lokomotivführer und übrigens in einer Zeit, da waren Personenbahnhöfe und Schiene schon in einem Unternehmen. Das war aber schon vor der Privatisierung. Also ich weiß, wie das ging und ich will sagen, es ist ein ganz bunter Strauß hier gewesen. Das war alles richtig und vieles war auch in unserer Position. Was ich aber nochmal sagen will und dann noch die zwei Fragen, ist nochmal die Infrastruktur. Also die Infrastruktur ist uns natürlich auch sehr wichtig. Wenn wir draußen aus dem Fenster schauen, da draußen fahren Aktiengesellschaften, verschiedene Aktiengesellschaften, die sind per se darum verpflichtet, irgendwann mal Gewinne zu machen, zumindest keinen Verlust. Die können gar nicht anders. Und da ist unsere Position, aber die kennen Sie auch, die Infrastruktur muss raus dort aus dieser Aktienverpflichtung, aus dieser Gewinnmargenverpflichtung, wie Herr Gastel das ja schon aufgeführt hat, ist das der erste Schritt. Wir haben eine Auswirkung auch bei den Trassenpreisen. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat ja gut fundierte Zahlen, wie die Trassenpreise gestiegen sind in der Vergangenheit. Und das war, bevor die großen Bauprojekte kamen.
Das schmälert das Budget für neue Zugverkehre, um diese zu bestellen. Das kommt noch oben top zu. Auf der anderen Seite weniger Einnahmen, vielleicht durch das 49-Euro-Ticket und allen Blumensträußen, die es da links und rechts noch gibt. Wir hatten 2003 zu verzeichnen, dass DBK der Güterverkehr 900 Güterverkehrsstellen geschlossen hat. Ja, das ist so, als würde ich mir eine Badewanne bestellen und hinterher den Wasserhahn abschrauben. Ich kriege da nie wieder Wasser rein und ich kriege auch nie wieder einen Container auf den Zug. Das ist auch Infrastruktur, nochmal Verknappung. Da ist also meine Frage, die erste, kommt das ins Wahlprogramm der Grünen, die Infrastruktur in öffentliche Hand zurückzuführen, die gemeinnützig zu organisieren, raus aus dem Aktienkonzern? Das wäre doch jetzt meine Gelegenheit, alle reden über Neuwahlen, das ins Parteiprogramm reinzuschreiben. Übrigens auch mit Vertrieb, Station und Service. Station und Service erleben wir die Diskussion ja auch um Zugang für Barrierefreiheit und für ältere Menschen. Strom- und Tankstellen ist ja auch schon angesprochen worden. Und das Zweite ist, wir brauchen auch Geld für die Sicherheit. Es ist viel über Technik geredet worden, über Bauelemente. Wir brauchen auch für die Sicherheit Geld für unsere Zugpersonale. Denn wenn sich die Zugpersonale aus den Zügen zurückziehen, weil sie Angst haben um einen unversehrten Arbeitsplatz, dann werden es am Ende auch die Fahrgäste tun. Das ist sicherlich ein Thema auch im Fernverkehr. Nur im Fernverkehr haben wir dort, wo die ICEs halten, in der Regel immer eine Bundespolizei. Im Nahverkehr ist das noch viel schlimmer. Und auch hier nochmal mit Blick auf die Bayerische Eisenbahngesellschaft, da wäre die Frage an die Landespolitiker. Ich weiß, dass Sie da vielleicht jetzt gerade nicht so in der Verantwortung sind, in Bayern das zu beeinflussen. Aber vielleicht haben wir doch gemeinsam über Parteigrenzen hinweg mal eine Idee, wie wir die Finanzausstattung transparent und sichtbar machen, dass wir die Sicherheit erhöhen für die Zugpersonale und damit auch für die Fahrgäste, die auch zu späten Abendstunden hier noch zwischen den Metropolen hin und her pendeln. Und das würde mal ganz nebenbei auch vielleicht der Qualität und der Qualität und der Pünktlichkeit noch etwas dazu tun. Denn wenn der Konflikt mal im Zug ist, bleibt ja auch erstmal stehen. Vielen Dank. Zu der Frage, wie geht es dem Personal, haben wir beide zusammen, Herr Böhmer, auch in Kürze eine Online-Veranstaltung, ein Webinar, zu dem ich Sie alle schon herzlich einlade. Wer mein Newsletter abonniert, bekommt das dann immer brühwarm, die Einladung serviert. Jetzt haben wir viele Fragen und wir sind kurz vor Schluss. Wer mag antworten, bitte möglichst knapp, dass wir einigermaßen zeitlich hinkommen. Vielleicht erstmal ihr drei, genau. Genau. Und dann. Ich fange mit dem Lärmthema an, weil das ist ja, da bin ich auch direkt angesprochen worden. Da gibt es eine EU-Lärmrichtlinie. Richtlinien sind immer das, was die Mitgliedstaaten in nationales Recht umsetzen müssen. Verordnungen gelten unmittelbar. Diese Richtlinie hat sich auch niedergeschlagen, beispielsweise in der Bundesemissionsschutzverordnung, wo ja auch auf Umgebungslärm eingegangen wird. Was ich gerne mal machen kann, ist, dass ich mal nachforschen kann bei der zuständigen Generaldirektion. Wie seht ihr das denn mit der Situation in Deutschland? Wird das ordnungsgemäß umgesetzt? Das kann ich tun. Weil ansonsten ist es ja so, dass, wie gesagt, erstmal die Mitgliedstaaten zuständig sind. Wir aus Europa da nur eine begrenzte Möglichkeit haben, überhaupt irgendwas zu machen. Ich weiß aber, dass diverse Vertragsverletzungsverfahren anhängig sind wegen Nichteinhaltung der Lärmrichtlinie. Insbesondere allerdings von Polen habe ich welche gesehen und auch in Griechenland. Das heißt, grundsätzlich ist es möglich, dass die Kommission da auch Druck macht. Ja, es ist eine ganze Menge von Fragen. Ich versuche das so kurz wie möglich zu beantworten. Also die Frage, die zweimal mindestens kam, ob wir für die Trennung der Infrastruktur und den Verkehrssparten sind. Wir sind bekanntlich im Grundsatz dafür. Wir haben aber jetzt Reformen gestartet unter dem Dach der Deutschen Bahn. Und ich habe inzwischen die feste Überzeugung, wenn man eine Trennung will, das kriegt man nicht in einer Legislaturperiode hin. Das bedeutet, man fängt etwas an, das man nicht zu Ende bringt und die nächste Regierung macht es möglicherweise nicht weiter. Insofern halte ich es für sinnvoll, diese Reform, die wir jetzt begonnen haben, unter dem Dach der Deutschen Bahn mit einem zweiten Schritt zu versehen. Wie der aussehen kann, habe ich ja vorhin skizziert und ist auch von anderen angesprochen worden. Das heißt, wir lehnen das nicht ab, wir halten uns das offen, aber man kann nicht eine Reform innerhalb eines Unternehmens machen und gleichzeitig das herauslösen wollen, weil das zu massivsten Widerständen im Konzern führt und zu der völlig fehlenden Bereitschaft, überhaupt noch etwas an Veränderung mitzumachen. So, die Frage, ich mache es jetzt der Reihe nach, wie man die Bahn empfehlen kann. Also die Pünktlichkeit ist nicht gut, aber sie liegt immer noch bei 60 oder 70%. Also das heißt, die Mehrzahl der Züge ist pünktlich. Viele Verspätungen liegen auch in einem Bereich, wo man sagen kann, wenn ich 4 oder 5 Stunden unterwegs bin und ich komme 10 Minuten oder 15 Minuten zu spät an, ist es eine Verspätung, aber liegt vielleicht noch im Rahmen. Ich empfehle, wenn es geht, durchgehende Verbindungen, dass es nicht auf Anschlüsse ankommt. Und
Natürlich kann man auch die Zeit im Zug nutzen, was man im Auto nicht kann. Ich habe mich auf die Veranstaltung vorbereitet, ich habe Social Media gemacht, ich habe gelesen, ich habe sehr viel 3 Zeitungen gelesen und so weiter auf der Herfahrt. Also man kann die Zeit auch nutzen, was man in anderen Verkehrsmitteln nicht machen kann. So, wer schaut sich den Nutzen von Neubaustrecken an? Zum einen, es gibt ein standardisiertes Verfahren, das Nutzen-Kosten-Verhältnis, wo Nutzen und Kosten gegenübergestellt werden und nur gemacht werden darf, was positiv ist. Man kann und man muss diese Methodik kritisieren, aber es gibt da etwas. Also es ist jetzt nicht so, dass das völlig willkürlich wäre. Angesprochen wurde schon die Etappierung. Das heißt, man wird jetzt bei den Projekten, die bereits ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis bekommen haben, noch eine Reihenfolge festgelegt, indem man schaut, wo ist der Nutzen am größten, was soll als erstes gemacht werden, dass nicht das, was den geringsten Nutzen bringt, am Anfang kommt, sondern das, wo dann auch die Fahrgäste und die Güterkunden den größten Nutzen haben. Und, sage ich auch nochmal, wir planen auch nicht einfach drauf los, sondern wir haben inzwischen ein Fahrplankonstrukt als Grundlage für Infrastrukturplanung. Wir sind also erheblich weiter als noch vor 10 oder 15 Jahren, wo einfach drauf losgebaut wurde. Lärmschutz erhöht die Akzeptanz. Ja, das ist natürlich klar. Es ist jetzt auch keine Überraschung. Aber wir müssen halt auch gucken, dass wir logisch bleiben innerhalb der Projekte. Offenburg in Baden-Württemberg, da war absehbar, dass es rechtlich nicht genehmigungsfähig war, was da geplant wurde. Deswegen ist man auf den Tunnel umgestiegen. Aber es steigen eben auch die Kosten. Und bei einem Tunnel, wenn man dann in den Tunnel gehen würde, dann erhöhen sich auch nicht nur die Kosten, sondern auch die Bauzeiten. Und ich erlebe jetzt halt in den 11 Jahren, die ich dabei bin, eigentlich immer wieder dasselbe. Erst wird eine Strecke abgelehnt mit der Begründung zu viel Beton, schlecht fürs Klima. Wenn man es nicht abgelehnt kriegt, dann kommt die Forderung nach einem Tunnel, also nach noch mehr Beton. Ja? Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, aber wir in der Politik müssen es zusammenbringen. Wir müssen die Akzeptanz möglichst groß machen, aber wir müssen auch auf die Kosten, auf die Wirtschaftlichkeit und auf die Realisierungszeit schauen. Wenn eben ein Projekt dann 6 Jahre länger dauert, wenn man dann einen Tunnel statt keinen Tunnel plant, dann hat man halt auch den Nutzen erst 6 Jahre später. Auch das müssen wir eben in den Abwägungsprozessen entsprechend berücksichtigen. Vertrauen, Zusammenarbeit, Bund, Infrago. Ich weiß jetzt nicht, ob das Vertrauen wirklich so schlecht ist. Ich kann es nicht so bestätigen. Sag aber noch ein paar Dinge dazu. Also zum einen ist es so, dass der Bund sich schwer tut, sein eigenes Unternehmen zu kontrollieren, sich eine Übersicht zu verschaffen und es dann auch entsprechend zu steuern. Deswegen brauchen wir entsprechend aussagekräftige, zeitnah erscheinende, vorliegende Kennzahlen. Wir brauchen auch so etwas, das in Richtung Prognostik geht. Ich möchte gerne wissen, wenn wir politisch 2 Milliarden mehr geben, was haben wir dann für Nutzen? Und wenn wir nicht 2, sondern 5 Milliarden mehr geben, was verbessert sich dann damit an der Infrastrukturpünktlichkeit und so weiter? Da sind wir aber weit entfernt davon. Weit entfernt. Aber das würde natürlich Vertrauen, nee, da brauchen Sie nicht den Kopf zu schütteln, da sind wir weit entfernt. Ich spreche das in jeder Aufsichtsratssitzung an. Es gibt nichts dergleichen, absolut nichts, gar nichts. Und es ist wirklich traurig. Und das Letzte noch dazu, ich bin im Aufsichtsrat von Infrago. Ich kann ja jetzt kein Misstrauen. Ich bin ja dann sozusagen Vertreter des Bundes. Ich sehe das nicht so, dass da ein Misstrauen da ist, aber es ist das Bedürfnis nach mehr Information, Information, die auch aussagekräftig ist, um dann darauf steuern, lenken und bewerten zu können, aber auch dann politische Entscheidungen, beispielsweise in Form von Zuschüssen, in Form von Investitionen und so weiter treffen zu können. So, ich glaube, das waren die Punkte. Ja, aus Zeitgründen gehe ich vielleicht nochmal auf 2 Punkte nur ein, die mir jetzt nochmal ganz wichtig sind. Nummer 1, wenn man sagt, wir können wieder stolz sein. Ich glaube, man muss ein bisschen trennen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, wenn man sagt, also Sie machen das ja in Ihrer Freizeit, hier die Kollegen am Tisch, für die ist es der Job, dass man darauf guckt und sagt, wie können wir besser werden. Dass man sagt, wir sind momentan nicht zufrieden damit, wie es aussieht. Auf der anderen Seite, es ist eben nicht so schlecht. Ja, wenn man eben sagt, 70% der Züge kommen immerhin pünktlich. Wenn Sie ins Ausland gucken, ich bin mal in der Schweiz gefahren, also inklusive der ganzen Großkopferten dort mit einer Sonderfahrt. Und da ist der Zug liegen geblieben und wir sind das einzige Mal, dass ich am Zug evakuiert worden bin. Und was den Schweizern auch angemessen peinlich war, aber so, also wenn Sie in der Schweiz mal rumfahren, ja, dann merkt man also, nein, die Züge fahren nicht immer pünktlich, nein, und es gibt auch keine Information, wenn man sagt, fahren Sie einfach eine Stunde später, da kommt wieder ein Zug. Also ich glaube, man sollte sich auch nicht zu sehr runterziehen lassen. Wir müssen daran arbeiten, dass es besser wird, es ist ganz klar unzufrieden, aber das ist sozusagen so ein bisschen so eine berufliche oder auch wenn Sie das in Ihrer Freizeit machen, so eine Perspektive, dass man sagt, ja,
es könnte besser sein und wir müssen daran arbeiten, dass es besser ist. Aber auf der anderen Seite sollte man sehen, wir haben ein tolles System, das oft eben funktioniert. Ja, und ich finde auch bei allem Ärger, den man hat, also wenn Sie ein paar Mal fliegen oder mal Auto fahren und im Stau stehen oder sowas, dann merken Sie eben, dass auch die Alternativen nicht gut sind. Aber ich glaube, ich empfehle so ein bisschen das Geistige auch zu trennen zwischen diesen beiden Welten. Ja, also vielleicht fühlt man sich damit besser. Ja. Zweiter Punkt nochmal zum Thema Infrastruktur. Also das Thema Vertrauensverhältnis, vorhin klang das bei dem Herrn Hofreiter auch so ein bisschen durch, also das Vertrauensverhältnis, ich sehe das schon als zerrüttet, dass also eigentlich die DB AG eigentlich überall, dass hier überall Misstrauen begegnet, was sich teilweise auch unangemessen ist gegenüber Einzelnen. Ich erlebe viele DB-Leute, bei denen ich den Eindruck habe, die geben sich viel Mühe und arbeiten hart, um ihren Job gut zu machen. Ja, auf der anderen Seite muss man eben sagen, die DB hat auch über einen gewaltigen Lobbying-Apparat, arbeitet sie eben auch daran, eben ihren Eigentümer zu steuern und teilweise eben zu verarschen. Und weil sie im Prinzip, konkretes Beispiel, also gerade weil das kam, wir haben uns mit diesem Netzzustandsbericht nackig gemacht. Richtig ist, es gibt seit 20 Jahren einen Infrastrukturzustandsbericht, in dem die DB immer gesagt hat, der Zustand der Infrastruktur ist toll. Und daraufhin haben die Vorstände Boni bekommen, ja, aufgrund dieses tollen Zustandes der Infrastruktur. Ja, und jetzt auf einmal hat man dann einen zweiten Infrastrukturzustandsbericht gemacht mit einer neuen Methodik. Das ist jetzt Teil dieses geänderten Narrativs und sagt, jetzt merken wir plötzlich, der Zustand ist ja doch nicht so toll. Ja, so, also da kann ich auch schon verstehen, dass der ein oder andere auch von denen, die jahrelang da Geld reingesteckt haben, also sozusagen Steuergeld reingesteckt haben, dass die also sagen, was erzählen die uns hier? Ja, also deswegen, ich empfehle immer auch Respekt im Umgang mit jedem Einzelnen, aber gerade auch vor dem Hintergrund dieser gewaltigen und wirklich komplett zynischen und wahrheitsverachtenden Lobbying-Organisation der DB. Dass man, und der Lutz hat das übrigens auch gesagt zu diesem ersten Infrastrukturzustand, ja, da haben wir die DB, da haben wir den Bund verarscht, unseren Eigentümer, der wollte halt canceln, haben wir denn irgendwas gegeben, wo man gesagt hat, das schaffen wir immer. Ja, und also dieser Zynismus der DB gegenüber dem Eigentümer ist schon irre. Und wie gesagt, bei allem Respekt für alle Einzelnen, die ich kenne, muss man also sagen, das ist ein Problem und vielleicht geht das wirklich dann auch nur mal mit neuen Köpfen. Boni zurückgeben. Vielen Dank, Herr Professor Böttger, für die klaren Worte. Wir sind jetzt schon wenige Minuten danach, bevor wir hier evakuiert werden aus dem Raum und bevor Erste gehen, noch ein wichtiger organisatorisch-technischer Hinweis. Wir hatten ja einen Stream, den Menschen angeschaut haben, die sich hier auch zur Veranstaltung angemeldet haben. Damit automatisch ist die Veranstaltung auch aufgezeichnet. Wir würden sehr gerne die Vorträge, die Inputs am Anfang und wenn Sie einverstanden sind, auch die Diskussion online stellen, sodass man sie nachsehen kann. Wenn jemand sagt, davon habe ich aber nicht gewusst, ich möchte, dass mein Diskussionsbeitrag dort nicht drin ist, bitte ich Sie, sich an mein Team, das hinten in der Ecke sitzt und gerade winkt, zu wenden, dann wird der Teil rausgeschnitten. Ist es so in Ordnung? Regt sich Widerspruch? Nein. Also ansonsten bitte sagen, hier hinten in der Ecke bei meinen Mitarbeitenden, wenn man nicht in der Aufzeichnung drin sein will, müssen wir auf den Datenschutz achten. So, jetzt sind wir schon 5 nach 1, genau 5 nach dem Ende. Ich würde aber sehr gerne noch den Toni das Wort geben. Wir hatten ja das Thema Perspektiven für einen Fahrplan aus der Bahnkrise und Gunther hat es auch schon gerade gefragt. Wie kann man denn das Ganze auch positiv sehen? Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie alle da waren. Vielen Dank ans Podium, vielen Dank an dich, Markus, fürs Ausrichten und fürs tolle Moderieren. Ich glaube, einer der Punkte, und ich fahre sehr, sehr viel Bahn und ich bin mal stärker, mal weniger stark. Die letzten 4 Jahre gab es ganz viele Themen, aber ich habe mich trotzdem immer mal wieder auch ums Thema Bahn gekümmert, sehr intensiv mit dem Thema Bahn politisch beschäftigt. Und ich glaube, was man als allererstes immer deutlich machen muss, bei aller Kritik, die es auch an der DB AG und manchmal an der Konzernspitze gibt, meiner Erfahrung nach, ist ein Großteil der Mitarbeiter, insbesondere der auch operativ Tätigen, der im Planungsbereich Tätigen, unglaublich engagiert, hängt sich massiv rein, leistet wahnsinnig viel, um selbst unter zum Teil kompliziertesten Bedingungen dieses System am Laufen zu halten und einen oft auch mit Humor, gerade was ich einfach auch schon unglaublich lustige Sachen in
den Restaurants der ICEs erlebt habe, wo wahnsinnig geschickt agierende Mitarbeiter schwierige Situationen gerettet haben, wenn es sozusagen das Einzige, was zu trinken gab, Wasser und warmes Bier gab und am Ende sozusagen alle trotzdem zufrieden waren. Also ich glaube, eins muss man immer festhalten, wenn man sehr viel Bahnfahrt, man macht einmal eine schlechte Erfahrung, aber überwiegend die Leute leisten unter zum Teil herausfordernden Bedingungen Sensationelles und dafür muss man sich, glaube ich, umfassend bedanken, nämlich es ist einfach wirklich oft klasse. Dann ist es ja schon angesprochen worden, es gibt zum Teil ein spannungsgeladenes Verhältnis zwischen Parlament, dem Ausschuss und der DB AG. Es wird gern sozusagen von Vorständen der DB AG in die Mitarbeiterschaft so kommuniziert, dass es ein Misstrauen im Bundestag gegen die Mitarbeiterschaft gibt. Das gibt es aber gar nicht. Es gibt sozusagen oft ein Fragen, ob das, was uns die Vorstände kommunizieren, wirklich exakt das ist, was eigentlich an Wissen und Fähigkeiten in der Mitarbeiterschaft vorhanden ist. Und da gibt es eine große Diskrepanz. Ich kann mich erinnern, und das stand damals auch in der Zeitung, deshalb ist nachlesbar, da war ich noch im Verkehrsausschuss, das ist lange her, haben mir Leute von DB, ich glaube Projektbau, gesagt, Stuttgart 21 wird frühestens 2026 fertig und wird 11 Milliarden Euro kosten. Das wissen wir. Wir haben das genau uns angeschaut. Die Planungen sind so. Das geht einfach nicht schneller wegen der Komplexität des Vorhabens. Die konnte man das auch genau erklären. Die haben bloß gesagt, sie dürfen es mir nicht offiziell sagen, weil die Vorstände es ihnen verboten haben. Und dann habe ich das halt vorgebracht. Die Vorstände haben gesagt, alles gelogen, stimmt alles nicht, schlimmste Verleumdung. Und jetzt sind wir genau dabei. Es war aber gar kein Versagen von den Mitarbeitern. Die haben das ganz genau gewusst und haben auch dafür geworben, dass sich der Vorstand gegenüber der Politik nackig macht und denen das ehrlich erklärt. Sie durften es bloß nicht. Und als ich es vorgetragen habe, wurde mir behauptet, ich bringe Horrorzahlen. Deswegen, ich glaube, das ist auch wichtig sozusagen, auch für viele Ingenieurinnen und Ingenieure in der DB AG. Die machen da einen guten Job. Bloß das kluge, gute Wissen und die guten Planungen werden häufig nicht an uns weitergetragen. Und wenn wir sie über Umwege erfahren, bei einem, das im braunen Umschlag rübergereicht wird, dann wird es sogar noch bestritten, die gute Arbeit, die die Leute gemacht haben. Und ich glaube, das ist wichtig auch für die Mitarbeiter der DB AG. Die machen einen guten Job. Bloß wenn es unangenehm wird, wenn es ums Ehrlichmachen geht, um die harten Wahrheiten, wird das gern der Politik dem Parlament vorenthalten, weil man glaubt, damit nicht umgehen zu können. Nee, wir würden viel besser damit umgehen können, wenn wir die Information, die im Konzern vorhanden ist, wirklich ehrlich bekommen würden. Nicht, dann hätte man ehrliche Entscheidungen treffen können und hätte das sauber entscheiden können, gut, das wird so teuer, bauen wir es weiter oder bauen wir es nicht weiter. Stattdessen hieß es damals, na, mehr als 5 Milliarden kostet es hundertprozentig nicht. Deswegen, das glaube ich, ist wichtig. Und wenn man sozusagen deshalb gar nicht so unendlich viele Änderungen, bessere Planungssicherheit, nach und nach stetig mehr Geld, Verlässlichkeit, Regelungen verschlacken und vereinfachen, Genehmigungen schneller macht, dann hat das System eine große Zukunft. Es ist mit eines unserer ältesten Verkehrssysteme, deshalb gibt es historisch große Herausforderungen, aber es hat eine große Zukunft. Denn es ist die Art und Weise, Menschen und Güter gut zu transportieren, wie es am einfachsten klimafreundlich ist, wie es am einfachsten ist, große Mengen zu transportieren, wie es am einfachsten ist, große Geschwindigkeiten zu erzielen. Deswegen hat das System, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, einfach eine ganz hervorragende Zukunft. Allerdings muss man auch dann der Gesellschaft sehr, sehr deutlich machen, wenn wir das wirklich wollen, dann muss ausgebaut werden. Und zwar massiv ausgebaut werden. Nämlich auch diese Vorstellung sozusagen, ja, der Streckennetzausbau reicht für die Prognosen. Naja, aber auch diese Prognosen sind ja nicht das, was wir wollen. Also sind wir mal ehrlich, zumindest was wir Grüne wollen.
Also ich will einen erheblichen Teil des langlaufenden Lkw-Verkehrs zukünftig auf der Schiene haben. Aus ökologischen Gründen, zur Rettung unserer Lebensgrundlage. Dafür braucht man ein ganz anderes Netz. Dazu muss man halt, wenn man das will, dann muss man sich auch vor Ort mit den Leuten anlegen. Und ehrlich gesagt, und das ist einfach sozusagen notwendig. Und deshalb glaube ich, ist wichtig, dass man sich traut, da auch in den Konflikt zu gehen und dass man sozusagen die Erhöhung der Mittel nicht abrupt macht, nicht ungesteuert macht, sondern verlässlich, damit es vor allem zu Baukostensteigerungen kommt und die BAG so aufstellt, reformiert und gestaltet unter Einbeziehung all ihrer Konkurrenten, dass das Geld auch effizient ausgegeben wird. Nicht die Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch darauf, dass die Bahn pünktlich ist, dass die Bahn sauber ist, dass die Bahn zuverlässig ist und dass die Steuermittel, die dafür ausgegeben werden, auch effizient ausgegeben werden. Und genau daran arbeiten wir. Vielen Dank. Mit diesen Worten darf ich die Veranstaltung heute beschließen. Wir sind schon eine Viertelstunde drüber. Wir müssen den Saal wirklich räumen und das Haus verlassen. Ich danke mich sehr für Ihr und Euer Kommen, für die rege und auch durchaus teilweise kontroverse Diskussion. Dafür sind wir da, dass wir uns miteinander austauschen. Ein schönes Wochenende, guten Heimweg allen. Bis zum nächsten Mal.